Berufseinsteiger. Ihr seid die Zukunft und AXA ist an eurer Seite. Wir sichern euch ab, damit ihr richtig durchziehen könnt. Lasst uns einfach mal reden. Persönlich, telefonisch oder digital. Googelt jetzt AXA Berufseinsteiger. Yeah.
Hype, Hype, Gamer Squad ist da, Sebastian, Philipp schon da. Die treuesten Leute direkt wieder am Start. Ich hoffe, wir können alles gut verstehen. Joshua schon da. Kimi soll zum Abschluss seiner Karriere das Rennen gewinnen. Alles klar. So, meine lieben Freunde, Musik geht mal aus. Ich muss mal den Knopf suchen. Und weg. Jetzt hört ihr meine zärtliche Stimme. Und nicht nur meine zärtliche Stimme. Ich mach mal, ich glaube, Mikrofon ein bisschen übersteuern, ne? Müsste mal zwischendurch Feedback geben, ob alles in Ordnung ist. Achtung! Ich bin nicht allein, meine lieben Freunde. Wir haben unseren Taktikexperten. Da kann Sky auf jeden Fall einpacken, würde ich sagen. Und zwar darf ich präsentieren Horst Jonas Lackner. Da ist er! Und zwar Special Guest heute. Moin zusammen. Das ist Horst Jonas, Kumpel von mir, absoluter Formel-1-Freak auch. Also, wenn es was zu diskutieren gibt über Formel 1, dann machen wir das zusammen. Und da das so gut funktioniert und ihr ja, Mike ist gut, alles klar, und ihr ja auch immer fleißig dabei wart die letzten Male, ich bin ultra gespannt. Wir haben jetzt schon, glaube ich, fast 100 Zugriffe. Wir erinnern uns an Brasilien, da ging es richtig steil hier im Stream. Da war eine ganze Menge Leute da. Vielleicht schaffen wir heute so ein bisschen den Rekord für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben. Wir machen Watch Party. Das heißt, ich kommentiere das Ganze für euch. Wir haben anschließend gleich während des Rennens haben wir hier so ein Bild, aber ohne den Text. So sieht es dann aus. Wir haben Standing und Trackmap. Wir haben den Chat und diskutieren fleißig über das Rennen. Entweder macht ihr euch das Rennen auf Sky oder Servus TV oder sonst was an. Kommt mit dem Handy ran und wir diskutieren fleißig. Nee, Luca, es gibt kein Gewinnspiel für dich, leider. oder, wenn ihr keine Möglichkeit habt, Formel 1 zu schauen, ich versuche das Ganze in Worten, oder wir versuchen ja, das Ganze in Worten wiederzugeben, was da denn so geschieht im Groben und Ganzen. Wir machen uns jetzt hier den Ton an. Von den Vorberichten und hören einfach mal rein, was es so gibt. Horst Jonas hat auch Ton, ne? Ja, also wir haben ja... Ja, tschüss dann, Luca. Danke fürs Reingucken, ne? Vettel auf 15, so sieht's aus. Leider sehr enttäuschend, haben wir gestern gesehen. Ja. Kann man nicht viel zu sagen zu Aston Martin im Moment. Also, wir haben ja eine Ausgangslage, Horst Jonas, die wir uns alle eigentlich so gewünscht haben. Ja. Die beiden... Punkt gleich. Favoriten, punktgleich zum Weltmeistertitel. Wer wird's denn machen jetzt? Also ich hoffe Verstappen, aber ja, ich hoffe, dass der Verstappen das schafft, auf jeden Fall. Ja, wir haben ja, ich habe eben schon mal geguckt, die Umfrage. Die war auch ziemlich eindeutig bis jetzt, oder? Wir haben so ein bisschen ein kleines Verstappen-Fanlager, glaube ich, aufgebaut. Ihr könnt keinen F1-Ton hören, ne? Ihr hört nur unser Mikrofon, ne? Ja, ich glaube wohl. Ich kann mal gucken, weil wir haben ja Audio-Umstellungen ein bisschen vorgenommen. Aber es müsste alles so hinhauen. Wir haben ja die Umfrage wieder am Laufen. 15 Stimmen. wenn ihr da noch nicht mitgemacht habt, macht bei der Umfrage mit. Über YouTube geht das Ganze auch jetzt an alle Zuschauer über Trovo und Twitch. Über YouTube könnt ihr mit abstimmen. Who will win the world title of the world? Max Verstappen oder Lewis Hamilton? Wir haben bisher 100% Max Verstappen. Also die Hamilton-Fans, weiß nicht, die schlafen noch wahrscheinlich. Das ist heute natürlich schlecht, denn ich glaube, Hamilton muss zu früh aufstehen heute. Was macht er denn jetzt? Auf gelben Reifen? Vorteil oder Nachteil für Hamilton? Sehr schwierig. Auf jeden Fall hat Verstappen beim Start auf jeden Fall die besseren Karten. Wir haben es ja... Lange Sicht gesehen, wird Hamilton wahrscheinlich wieder das Ding reißen. Was ich natürlich nicht hoffe. Ja, ich denke auch, also insgesamt für den Stint gesehen jedenfalls auf gelben Reifen leichter Vorteil bei Hamilton, denke ich mal. Verstappen muss auf jeden Fall den Start gewinnen, kann er auf jeden Fall, aber es ist natürlich auch immer so eine Momentfrage, ne? Man muss alles on point stimmen, wenn er vorwegfahren kann. Denke ich sogar, dass er vielleicht ein bisschen Abstand generieren kann zu Lewis Hamilton, muss natürlich aber deutlich eher an die Box. Wir konnten ja beim Restart im letzten Rennen doch deutlich beobachten, dass der rote Reifen einfach besser funktioniert. Ja. Am Start, ne?
Und anfangs das Auto noch ziemlich schwer ist durch die hohe Spritmenge. So, wir haben jetzt mal hier zwischendurch Andy Seidel, einer meiner Lieblinge in der Formel 1. Den kann man nur mögen Ja, auf eigentlich, jeden ne? Fall. Oh ja, super Aussicht, sagt er. Super Aussicht für alle McLaren. Das hat man ja jetzt ganz vergessen im ganzen Trubel. Lando Norris auf Platz 3. P3, Bomben-Qualifying Also war muss man gestern. wirklich sagen, ne? Ja. Hat natürlich ein bisschen profitiert mit den ganzen Techtelmechtel. Perez, Bottas mussten ja so ein Ja. bisschen hinhalten. Richtig. Aber dafür ist Perez auch P4 auch super stark, ne? Die werden aber am besten Fall 2 Sekunden am Start erstmal stehen bleiben, damit die sich da vorne nicht einmischen. Ja. Da sind die wahrscheinlich besser dran bedacht. Ja, moin auch an alle Zuschauer auf Trovo, Alter. Was geben wir euch ab? Heidewitzka, herzlich willkommen. 17 Stimmen, wir haben die ersten Hamilton-Fans, die aufgestanden sind. Ui. 6% Hamilton. Mystery XX, wo kann man das Rennen sehen? Leider nur in Deutschland über Pay-TV oder in Österreich auf Servus TV. Hier bei der Watch Party gibt es kein Bild zu sehen. Dürfen wir natürlich nicht, ist Ist klar. quasi wieder Fan-Talk auf Sport 1 in der Champions League am Dienstag um mich für alle Genau, nur ein Fußballfans. bisschen besser Ja, noch. nun natürlich nur noch ein bisschen besser, na Nur klar. ein bisschen besser noch hier. Das muss man auch dazu sagen. In Italien, da bin ich überfragt, sorry. Sky Italia. Sky Italia. Premiere? Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung, Italien. Guck mal, sogar Leute aus Ja, Italien. aber ich glaube wirklich Sky Italia. Auch Pay-TV wahrscheinlich in Italien, ne? Ja. So, im Grid da auch wieder einiges los. Usain Bolt war auch gerade schon unterwegs. Ach, Usain Bolt war da am Start. Perfekt. Südtirol, na Grüße nach Südtirol. Irgendwas wollte ich die ganze Zeit noch einstellen. Ach ja, ich wollte mal gucken. Wir sind ja jetzt hier schon im Watch-Party-Modus. Oder sollen wir uns noch groß machen in der Zeit? Muss nicht. Doch, hier, guck mal. Nee, hier, guck mal da. Übrigens, das ist meine Karrierebahn im Hintergrund da. Moin. Wir machen uns noch mal ein bisschen groß hier. Hier kann man ja sonst eh noch nicht sehen. So, was gibt es denn noch so für interessante Randnotizen hier? Vettel überragend auf P15. Tja, nicht mal in Q2 geschafft dann, ne? Nee. Ach so, was ich noch gelesen Hat habe, doch gerade Masi. Q2 geschafft, gerade in Q2. Ach ja, stimmt, gerade Q2 und Ja. letzter in Q2, ja. Ja, Mazepin ist abgereist. Mazepin ist abgereist, Covid erkrankt, Ja, ne? genau. Und kein Ersatzfahrer für Ich habe Haas. gedacht, dass Hülkenberg springt jetzt wieder um die Ja, Ecke. und der Das wäre wäre geil auf gewesen. PC gefahren mit Das Telefonat hätte ich gern gehört. Ja. Günther Steiner, Hülki, wir brauchen deine Hilfe. Ja, aber ich freue mich auch schon Unser drauf. Russe ist krank. Komm ran. Ja, alles klar. Bin in 2 Stunden da. Das wäre der Hammer gewesen. Nee, Kokobong, das Rennen sieht man leider nicht bei uns. Wir sehen das hier später. Live-Timing und Trackmap und man hört uns dann halt reden über das Rennen. So. Also viel Orange haben wir gesehen, ne? Also viele Verstappen-Fans auch Ja. selbst da jetzt In Dubai, ja. in Abu Dhabi da vor Rally, Ort. Entschuldigung, Abu Dhabi natürlich. Ja, leider nur ein Haas-Auto. Ich wundere mich ein bisschen darüber, aber die werden doch auch irgendwie sowas wie einen dritten Fahrer oder so haben, Ja, ne? aber die haben ja das Budget so klein, die dürften ja nicht mal Ja, crashen dürfen im ja. Qualifying oder so, weil die das Auto da nicht mehr fit gekriegt hätten. Die sind Ja. am Limit. Die warten auch, glaube ich, nur auf die nächste Saison, dass das Reglement da komplett umgeschmissen wird. Ja, können wir dem da Chancen einrechnen nächste Saison? Kann ich mir kaum Ich vorstellen, muss ich hätte sagen, gesagt auch ne? nicht. Die werden wahrscheinlich da weiter so ein bisschen rumdümpeln. Richtig. Hat sich leider irgendwie auch nicht so richtig getan bei Haas, ne? Die ganze Zeit lang eigentlich. Nee, die hatten ja auch kaum Budget zum Entwickeln. Also das war letzte Rille, wo die diese Saison gefahren sind. Haben wir auch ein, zwei Autos zerstört, muss Ja, man sagen. wenn man hinkommt, ja.
Grid wieder komplett voll, alles voll mit irgendwelchen Leuten. Mark Webber da im Hintergrund, glaube Ja. ich, gerade eben lang gelaufen sogar. Alles, Oh. was Rang und Namen hat. Und jetzt sogar den Vorstandsvorsitzenden von Mercedes. Ja. Ja, da sagt er was Richtiges. Die zwei besten Piloten stehen nebeneinander. Ja. Ich könnte das auch so machen wie Senna und Prost direkt in den ersten Kurve. Ja, das wäre auch super. Einfach direkt erste Kurve den Weltmeistertitel entscheiden. Ja. Wobei es tatsächlich doch was Wahres dran ist. Ich denke, also, Ja. wenn Hamilton vorbeigeht an Verstappen, glaube ich, dass er selbst mit gelben Reifen ihn erstmal in Schach halten kann. Ja, auf jeden Fall. Max Verstappen wird sich die Reifen umso mehr kaputt machen und Wenn wird dann er. echt eine ganz schlechte Ausgangslage haben. Genau. Safety Car am Anfang in der ersten Phase des Rennens wäre, glaube ich, pro Max Auf Verstappen, jeden denke ich Fall, mal. auch wenn es wie jetzt in Saudi-Arabien Rennabbruch geben sollte nach 10 Runden, Ja. das wird natürlich wieder Red Bull Das ordentlich in die Karten spielen. würde Red Bull ordentlich in die Karten spielen. Da kann man nämlich vielleicht sogar einen Zwei-Stint machen. Den ersten mit den roten zu Ende fahren und Genau. dann Richtig. auf Weiß und Attacke. Ist halt die Frage. Achtung, Kabel. Halt die Frage. Ich meine, das Streckenlayout Reifen verschlingender wird es nicht sein als Nee, letztes Jahr, nehme ich das an. stimmt. Wir haben ja ein paar Kurven weniger, die sind schneller um den Kurs. Und da, wo sonst links-rechts gefahren wurde, fährt man jetzt einfach Fahr geradeaus. geradeaus, genau. Das heißt, der Reifen wird eigentlich tendenziell nicht so schnell Nee, kaputt gehen wie letztes Jahr. auf gar keinen Fall. Aber die haben die Strecke ja auch sehr schön pro Mercedes umgebaut. Schön lange Geraden eingebaut. Ja. Wenige Kurven. Ich weiß nicht, ob Red Bull sich da so gefreut hat. Ja, wobei man sagen muss, ja, wenn man sich darauf festlegt, sage ich mal, dass Red Bull das bessere Aero-Paket hat, ist natürlich im zweiten, was ist das, der zweite Ja. Sektor? Der dritte Sektor Der müsste das dann sein. dritte, ja. Der blaue Sektor hier, warte mal, machen wir mal eben schnell an. Den blauen Sektor, den ihr seht hier auf der Trackmap, hier müsste der Red Bull deutlich, deutlich schneller sein. Denn da haben wir auch mittelschnelle Kurven dabei. Da geht der Red Bull richtig ab. Gamerscore für die Williams gerne mal wieder vorne dabei sehen. Also man muss ja wirklich sagen, die machen auch einen guten Job bei Williams Das stimmt. insgesamt. Wenn man Also mal guckt, wo die dies in Belgien gewesen sind, wo ja. Russell einfach P2 gerast ist, Ja. mit schlechten Bedingungen. Wobei Russell wird den auch noch richtig fehlen nächstes Jahr. Und Lewis wird sich warm anziehen müssen bei Mercedes mit so einem starken Fahrer. Auf jeden Fall. Da gehe ich auch ganz fest von aus. Wie sind überhaupt die Fahrerkombi nächstes Jahr bei Williams? Alex Albon fährt, glaube ich, für Williams nächstes Jahr. Ich glaube auch, Latifi bleibt doch, ne? Nee. Geht auch. Ja. Da bin ich Gott. überfragt, aber Chat weiß das. Und Fahrerkombi genau, auf einmal die Fahrerkombi von bei Williams. Williams nächstes Jahr. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, dass es da noch Ärger gab, weil Albon ein Red Bull-Fahrer gewesen ist und Williams eher so Mercedes angehaucht. Ich meine, dass da noch irgendwas gewesen ist Mitte der Saison, aber. Ja, kann gut sein. Oh, Kimi Räikkönen im Interview. Der Eismann. Oh, Kutat, man hört ihn nicht. Hallo Leon. Noch ist keiner am Führen. Das Rennen ist noch nicht losgegangen. Oh, Kimi kriegt ein Geschenk von, Oh, weiß ich nicht, der FIA? Stefano Dominicali von der 4. Heidewitzka. Ob Kimi eine Träne verdrückt bei seinem emotionalen Abschied. Ja. Ich glaube Nehmen wir gern, wir zeigen das Rennen an sich nicht. Wir zeigen nur uns und dann mit diesen Lifetiming und Track Map. Das Rennen dürfen wir natürlich nicht zeigen. die Sonnenbrille ist noch ein bisschen groß, ne? Eine Legende des Sports. Ich glaube, der weint. Deswegen hat er auch eine Sonnenbrille auf. Ja, und die größte, die man Also ziehen Kimi kann. Räikkönen weint auf jeden Fall. Ja. Setan, grüß dich. Ja, echt, das war Ja. wirklich, also muss man ehrlich sagen, Für das, seine Verhältnisse war das ein Ausbruch. das Ja. Interview von Kimi Räikkönen war, glaube ich, das jetzt emotionalste Ja, jetzt. in seinen 20 Jahren, die er gefahren ist, war es wirklich. Das war wirklich.
Das emotionalste, was ich je von Kimi gesehen Ja. habe. Was sagt er Ja. zu dem zu dem Schriftzug auf dem Alpha von ihm? Ja, habe ich auch gesehen. Wie steht es noch wortwörtlich drauf? Kimmy, we will now leave you alone. Irgendwie Ja. sowas stand Now we da. will leave you Ja, alone. Also, genau. ja, das war echt super. Ja. Für alle, die es nicht wissen, in Anlehnung, das war sogar in Abu Dhabi, Wir waren ne? sogar da, War genau. sogar in Abu Dhabi, da war er aber im Lotus unterwegs. Ja. Und da war irgendwie so ein Funkspruch dann von ihm. Leave me alone. Ja, da hat er seinem I Renningenieur einfach mal gesagt, dass er know alles. what I'm I know doing. what to do. Ja. Ja. Seetang, sehr gut. Wir sind absolut aufgeregt. Das wird krank heute. Das wird absolut krank heute. Nicolas Latifi bleibt für eine weitere Saison bei Williams. Er hat 2020 einen Dreijahresvertrag unterschrieben, der also noch die Saison 2022 beinhaltet. Als Nachfolger für George Russell und neuer Teamkollege für Latifi hat man Alex Albon verpflichtet. Also was Horst ja auf der richtigen Spur. Perfekt. Danke, Game of Sport. Alex Albon ja unterwegs im. Wo war der denn? Wo ist der denn gefahren? DTM ist er doch gefahren, ne? Das kann, weiß ich jetzt nicht. DTM War beziehungsweise der nicht sogar dritter GT3. Fahrer bei Red Bull? Ja, der war auch immer da irgendwie vor Ort, ne? Ich meine auch, dass Ja. der für Red Bull da Als die Testfahrer DTM oder dritter Fahrer ist teilweise unterwegs, gefahren genau. ist. Hi Mars Mensch, auch wieder da. Nice, nice. Danke Gamer Squad auf jeden Fall, genau. NP, NP, danke, danke. So Leute, nochmal das Appell. Zack, zack, abstimmen. 28 Stimmen. 89% sagen, Verstappen will win the world Und wir title of da the die world. orange Tribüne in Abu Junge. Dhabi. Richtig geil. Ja. Er ist viel orange auf der Tribüne. So, Hand aufs Herz, National Anthem of United Arab Emirates. Wir sind natürlich völlig unparteiisch. Hier darf jeder Fan sein von dem, was er möchte. Ich für meinen Teil bin pro Verstappen. Ja, ich auch auf jeden Fall. Aus Jonas auch. Ja. Also ihr dürft jeden unterstützen, den ihr wollt. Es sei denn, wenn ihr Hamilton unterstützt, dann werdet ihr einfach gebannt aus dem Stream. Ganz einfach. Ja, eigentlich Nee. fehlt noch so die Hollandflagge hier im Hintergrund oder Ja. irgendwie Nee, nee, Spaß. sowas. Wir versuchen das natürlich, alles was passiert, versuchen wir neutral zu bewerten. Einigermaßen neutral, aber ich sag mal so, die Verstappen-Kappe mit Hashtag 33 ist aufgesetzt. Jetzt die so jeden Fall auf, ja. Hat jetzt bei mir aber auch im letzten Rennen nicht unbedingt Sympathiepunkte gesammelt, um es mal Nee, so zu das stimmt, das formulieren. war ein bisschen übel. Das kann er besser. Das kann er auf jeden Fall besser. Ich hoffe, dass er muss einfach die Nerven behalten, wie es, was ich zu Mitte der Saison einfach immer so gelobt habe. Das muss einfach Verstappen jetzt wieder auf die Strecke bringen. Nicht so schlimm, außer den Hamilton gewohnt bin Ja, ist alles gut. Heute alle Kimi zum Driver of the Day. Ich glaube, das wird sogar passieren, denke ich. Oh, aber der P18, ja, das, der fährt bestimmt noch in die Punkte heute. Ach, Wiesel auch dabei. Moin, Wiesel, ey. So, Werbung. Wir haben nicht mehr lange. Dann Zehn geht das Minuten los. noch, 13 Minuten Brauchen noch. wir noch einen Kaffee vorher? Gerne. Du bist ja Praktikant hier jetzt heute, Ja, ne? ich schon los. Mir fehlt ja noch das Eltenkostüm Mach mal voll den Kanister bei hier. total. Ist noch ein bisschen was drin, kannst drauf gießen. Ja, Leute, wenn man Praktikant mal zu Gast hat, das muss man auch mal ausnutzen, denke ich. Moin Noah! Kein Live-Bild, aber wir haben Live-Timing und Live-Track-Map. Beziehungsweise mehr als live. Das geht auf jeden Fall unserem Bild, was wir nachher kriegen, deutlich voraus. Das ist ein bisschen blöd manchmal. Hallo Colin, wie auch wieder da. Ist manchmal ein bisschen blöd, aber wir versuchen uns nicht spoilern zu lassen von dem Bild. Ihr seht das natürlich live in Action. Wir versuchen immer aufs Bild zu reagieren, was wir sehen. Bitte schön. Vielen Dank. Hamilton hat die besseren Reifen. Auch das ist richtig. Ja, tendenziell ja. Mal sehen, je nach Rennverlauf. Ich habe jetzt auch nichts von Pirelli im Vorfeld gehört, wie lange der rote Reifen hält, was sie so Aber da angibt. kann man ja auch immer wenig drauf an, ne? Ja, Sag ich das mal, stimmt. was Pirelli ja so sagt, ey. Ja.
Ja, Noah, du bist herzlich eingeladen. Also du wirst auf jeden Fall nichts verpassen, was passiert auf der Strecke. Wir werden es fleißig kommentieren. Live-Timing hast du da. Wir haben sowas wie aktuelle Reifen, Rundenzeiten und so ist alles da. Perez soll einfach Hamilton rauskicken. Ich kann dir versprechen, wenn das passieren sollte und umgekehrt, wenn Bottas Verstappen rauskickt, dann brennt Abu Wollte Dhabi. gerade sagen, gibt es auch den übelsten Shitstorm gegen das jeweilige Team, Ja, glaube ich. Also, da können die sich gar nicht das von. werden die nicht tun. Nein. Da werden die eher ihr eigenes Rennen wegwerfen, als das passieren Wollte wird. gerade sagen, als dem anderen in die Karre zu fahren, ja. Der wird in der 10. Runde reinkommen. Wer jetzt? Verstappen? Ja, Ja, sehe ich dann. am Anfang ist der rote Reifen mal ziemlich bescheiden mit vollem Auto, vollgetanktem Auto. Ah, was letzte Woche. Ja, deswegen waren viele nicht da, weil wegen RTL wahrscheinlich. Ja, es bleibt halt spannend. Ne? Der rote Reifen hat ja sehr gut funktioniert beim Red Bull, jedenfalls in der schnellen Runde. Ja. Es kann alles passieren. Ja. Wer weiß, wie weit Verstappen mit den roten Reifen kommt? Keine Ahnung. Stimmt. Also Norris hat zum Beispiel auch schon im Interview gesagt, also er wird einen Scheißdreck tun, da irgendwie sich da einzumischen. Aber was soll er machen? Wenn zum Beispiel, stell dir vor, einer von den beiden verkackt den Start. Ja, Was soll er machen? Auf eine ja. Bremse drücken? Warten, bis die anderen irgendwie vorbeikommen. Warten? Ja, Es geht das auch meine nicht. ich. Deswegen, das heißt, der wird sich dann auch dazwischen setzen. Ich meine, der fährt halt auch Rennen. Da kannst du jetzt Nee, auch nicht Quatsch. sagen, so. Die anderen 18 Fahrer, beziehungsweise jetzt 17 Fahrer, weil Mats, was sollen die machen? Sollen die jetzt Ja. alle an der Seite fahren, nur weil da zwei? Ja, so Ja. können ja nicht alle zu Hause bleiben, deswegen, ne? Nee. Mazepin hat sich gedacht, Ja. ich bleib besser zu Ich Hause. wollte gerade sagen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, bevor ich jetzt mal rausdrehe hier oder wieder aufhalte, dann kann ich besser Ja, gleich ist abreisen. echt so. Clevere Entscheidung Ja, eigentlich. ja. Nee, Quatsch, der hat natürlich, ist aufgrund von Covid Genau. zu Hause. Alles Gute. Alles Gute, Nikita. Ja. Naja, er wird es überleben, denke ich. Ja. Schaue über Browser bei NTV. Glaube, läuft das auch mal unten als Nachricht durch. Ach so, als Nachricht so, okay. Mazepin ist an Corona erkrankt. Kevin eher. Genau. Ja, Leon, das weiß ich nicht, ob er das machen wird. Also, die sind ja eng befreundet, Norris und Verstappen. Ich denke, ich muss immer daran denken, wenn ich die beiden sehe, dass die auch zusammen iRacing fahren. Ne? Ihr wisst Ja. ja, alle, die den Kanal so ein bisschen verfolgen, dass ich Sim-Racing-Betreiber auch. Und Max Verstappen und Lando Norris sind schon einige 24-Stunden-Rennen und sowas alles zusammen Ja. gefahren. Das ist immer re relativ witzig. Und die sind echt sehr gut befreundet, muss man sagen. Ne? Auf welchen Reifen startet Norris eigentlich? Auch auf Rot? Norris startet. Ist das noch nicht? Ne, Weiß ich steht nicht. leider noch nicht auf unserem. Steht noch nicht da, Nee. nee. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Chat, auf welchen Reifen Ja. startet Norris? Ihr wisst das doch bestimmt. Weil das wäre natürlich dann auch noch nach dem Hamilton, wenn Verstappen und Norris auf Rot starten. Vielleicht kommen die dann besser aus der Schuhe. Ja, wie gesagt, also wenn Norris natürlich einen guten Start erwischt und einer von den beiden vorne nicht, dann, ja, was soll er machen? Er kann ja nicht auf die Bremse drücken, ne? Nee. Dann hast du ruckzuck Perez, Sainz und so auch dabei, ne? Ich meine, es ist immer noch ein Rennen. Auf Soft? Ja, Auf Rot. ja. Danke, Sinan. Marsmensch, die Schwarmintelligenz ist am Start. Ja. Letzte Watchparty übrigens für dieses Jahr. Bin ich ein bisschen traurig Ja. drüber. Aber Aber. ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es mal so spannend gewesen ist, ehrlich Nee. gesagt. Wirklich nicht. Nee. Außer bei Battle 2010 vielleicht. Ich habe ja am Anfang der Saison habe ich gedacht, okay, du holst jetzt Sky und guckst dir das eine Saison an. Wenn Ja. das nicht unterhaltsam ist, dann dann kündigst du das Ganze. Kev Klee, grüß dich. Dann kündigst du das Ganze wieder und fertig, aber ich glaube, ich verlängere. Ja, ja, Also genau. das war echt geil. Und nächste Woche wollte ich schon sagen, nächstes Jahr wird es natürlich dann auch mit den Regeländerungen. Ja. Mit den Regeländerungen werden vielleicht, also im Mittelfeld wird, glaube ich, ganz neu gemischt. Ja. Vorne muss man mal gucken. Eigentlich auch. Also
Red Bull, Mercedes ja relativ nah aneinander, wobei ich immer noch glaube, dass Mercedes leicht das bessere Auto hat. Ja. Und dann mit Russell und, oh, das wird geil. Ja. Das wird hammermäßig, Leute. 54 Stimmen schon, 77% sagen Max Verstappen, 23% Lewis Hamilton. Stimmt noch mal ab, zack, Umfrage Wie mitmachen. lange denn mittlerweile? 56 56, du Stimmen. voll. Also richtig aktiv seid ihr hier, richtig geil. Also wir reißen heute noch mal richtig die Hütte ab. Ich glaube, nächstes Jahr wird es auch wieder Watchpartys geben. Das läuft echt super. Das macht auch jede Menge Spaß. Ich gucke ja eh immer Formel 1, dann warum nicht mit Ted, ne? Voll, wollte ich Also gerade ist sagen, echt also so. man guckt ja sowieso. Ja, so sieht's aus. Aber läuft es nicht sogar nächstes Jahr wieder auf RTL? Haben die da nicht was? Gute Frage. Bin ich überfragt. Oh, Toto Wolff hat er gesagt, der wird gewinnen, der Herr Lewis. Oder? Ja, den hat man jetzt nicht gehört, ne? Wer war da? Glaube, Ralf oder wer stand da? das war Timo. Der Timo. So, was haben wir denn jetzt hier? Denke, Verstappen geht mehr auf Risiko. Ja, muss er. Ja. Wenn er den Start verliert, wird's scheiße. Ja, das stimmt. Ja, aber es wird keine Kollision geben. Also wenn es eine geben wird, dann ist der Aufschrei aber Ja. Attacke. Timo weiß auch genau die richtigen Fragen zu Ja. stellen. Also Timo Glock hat gerade gefragt, den Toto Wolf, wie viel Ersatz-Headsets gibt es denn in der Box? Und Toto Wolf hat gesagt, er hat immer einen parat stehen, Der der ihm neues Nummer Headset drei. reicht. Iceman, persönlich, sag mal, bist du nicht im Auto schon? Iceman 80? Der Profi, du kannst es irgendwo gucken. Servus TV, Sky. Sky. Hier haben wir das Bild, was du jetzt siehst. Uns beiden hübschen Kollegen hier. Und die Trackmap und die Live-Timings. Und wir werden euch, so gut es geht, versuchen zu transportieren, was im TV-Bild passiert. Wir haben das TV-Bild hier vor uns. 5 Minuten, Gamer Squad, du sagtest, der Hype ist Oh, real. ja, ist so. Hallo Tommy, man kann nirgendwo gucken, es sei denn, du hast Pay-TV in Deutschland. Genau. Rein regulär, ja. Du bist aber herzlich eingeladen, hier zu bleiben. Du wirst auf jeden Fall nichts verpassen. Wir werden alles transportieren. Gerade in meiner Karriere weiterfahren. F1 2016. Wenn das mal kein Bug gewesen Oh Gott. Geil. Ja, leider. Schade eigentlich, ne? Ich Ja. weiß. Aber da geht es wie immer um Genau. die kleinste Violine der Welt. Ja. Um Kohle einfach. Ja. Ist aber im Fußball mittlerweile noch schlimmer geworden. Ja. Oh Gott, das wird so wild. Der Ja. Start wird wild. Außerdem, wir müssen übrigens, das geht deutlich vor, ne? Ja, weißt du, der Livestream Die bei Standings, die ja. gehen deutlich vor, leider. Also auch an Chat nochmal. Die Standings und die Tracknotes gehen deutlich vor. Das ist Ja. fast eine Runde, fast eine Minute oder so. Ich versuche immer so zu machen, also oben der Bildschirm sind die Live-Timings, das, was ihr seht, sehe ich hier oben. Ich versuche immer so zu machen, um nur auf das Bild zu achten, um mich nicht spoilern zu lassen. Gerade am Start ist das echt Aber Kacke. die Verlockung ist schon Ich muss mal echt, ja, die Verlockung ist heftig, ich gucke auch immer hin. Ich groß, gucke immer einmal, oh, Verstappen ist doch vorne. Aber ich versuche da mal irgendwie, nächstes Jahr müssen wir mal vielleicht irgendwie eine andere Lösung finden. Ich ja, das muss ich weiß mal aber auch verlegen nicht. und mit den. Aber ist das TV-Bild, meinst du, das ist eher Ja, da? auf jeden Fall. Doch. Vielleicht kann man auch künstlichen leichten Delay Nee, aber ich glaube, wenn du es über eindingsen. Satellit guckst, dann ist es fast 1 zu 1. Weil guck mal, ich glaube jetzt, sind sie schon losgefahren? Nee, noch nicht. Die Nein. Outlap siehst du, also die Aber jetzt sehen wir zumindest, wer auf welchem Reifen unterwegs ist. Das ist Aufwärmrunde, ja, schon mal viel wert. genau. Hamilton eigentlich der Einzige vorne mit Gelb. Stell dir mal vor, der gelbe Reifen geht so schlecht, dass alle anderen eigentlich vorbeifahren müssen Ja, als hinten. wenn Hamilton auf einmal einen Anker geworfen Ja. hätte, das wäre natürlich Also ziemlich gerade dumm. am Start hat der rote Reifen ja eben deutlich mehr Grip. Das haben wir letztes Rennen gesehen. Aber du musst natürlich auch starten können. Das ist richtig.
Nochmal, Umfrage. Wer wird World Champion of the World? Haut rein, Max Verstappen oder Hamilton? Also meine Meinung, ich hoffe Max Verstappen. Ich glaube aber, wenn alles regulär läuft, wahrscheinlich Hamilton. Genau. Wenn alles regulär läuft und es geht nach Rennpace, ach Bernd Klaus, dafür haben wir doch den Stream. Wir nehmen dich auf. Für alle, die kein Sky haben, wir nehmen euch auf. Ja, das hoffe ich auch, Gamerscore. Das hat mich fürchterlich aufgeregt. Battle um P3 meinst du letztes Mal, ne? Ja. Ich habe schon Dings-Sound gehört. Bist du noch connected? 97 Zuschauer, Leute. Was ist mit euch los? Seid ihr irre? Wie geil, ey. Habe ich euch eigentlich schon erwähnt, dass ihr bei der Umfrage mitmachen könnt? Nee, ich glaube, das hast du noch nicht. Aber hab ich noch nicht erwähnt, es gibt aber nichts zu gewinnen. Das müssen wir auch, es gibt nichts zu gewinnen, leider noch nicht. Aber es gibt vor Weihnachten noch was zu gewinnen im Stream. Heute nur 19 Fahrzeuge im Grid. Mazepin ja Möröne. Müssen wir es lauter haben? Ein Schnupf mehr Lautstärke auf dem Ohr wäre ja gar nicht verkehrt. Ein bisschen mehr Lautstärke aufs Ohr hätte Horst Lackner gern. Danke. Das Rennen LTB Gaming kann man hier nicht sehen, aber wir kommentieren die Live-Bilder im TV. Immer noch schön im Vergleich mit dem Fan-Talk auf Sport 1. Genau. Wobei wir deutlich. Wie gesagt, nur besser, ne? Nur gut, genau. So. Obacht, Kabellage. Kabel sind dann echt scheiße. Ein bisschen raus, ja, aber nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall professionelleres Equipment. Wenn ihr übrigens Bock habt, ein bisschen zu supporten, das ganze Vorhaben hier, könnt ihr Mitglied werden, unterstützen mit ein paar Cent monatlich oder ihr könnt hier einen Thanks reinknallen in den Chat. Natürlich kein Muss. 110 Stimmen haben wir. Sehr gut. 112 Stimmen schon. Alter, 77, ihr haut ja richtig rein. 77% für... 77... Ich glaube, ich habe aus Versehen Max Verstappen Fancamp aufgebaut hier. Wieso? Da müssen wir mal mit Max reden, dass wir hier Deutschlands größten Fanclub aufgebaut haben. Eintragen lassen. Ja, einfach eintragen lassen. Haben nämlich ganz klar. Das Rennen geht jetzt jeden Moment los. Fahrer verlassen gerade das Grid. Die Fahrer verlassen das Grid. Im Live-Timing sind sie schon in der Startaufstellung. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen hier aufs Rennen. Ich kann da oben wieder nicht hingucken, ne? Nee, und da auch nicht. Dann sehe ich nämlich immer das Live-Timing. Also wir machen das so, ich hau so, beim... So, da ist jetzt gerade die Prediction von Pirelli, 13 Runden auf dem Soft. Oh Gott, das ist ja gar nichts. Das ist nicht wie viel, nee. Wie viele Runden haben wir? 58. Bitte keine Beleidigung, Alessio, hallo? Beim nächsten muss ich bannen. Ich habe keine Zeit, den Knopf zu suchen. Oh, danke Leon, Liebe geht raus. Kuss, Kuss. Oh, da ist die Holland-Tribüne in Abu Dhabi. Die Tribüne ist aber dolle Orange. Es geht jetzt gleich los, Tommy. Es geht jetzt gleich los. Die Fahrzeuge sind bei unserem Fernsehbild jetzt gerade auf der Outlap auf dem Weg zum Grid und es müsste jetzt gleich schon starten. Ihr seht es dann im Live-Timing oben. Aber ich guck nicht hin. Nee, ich auch nicht. Nicht hingucken. Nee, nee. Ins Lifetime. Das Lifetime geht nämlich deutlich vor. Und jetzt sind wir schon ein, zwei Minuten. Ich konzentriere mich hier aufs Bild. Chat nicht spoilern. Ja. Doch, ich hasse Mods. Deswegen. Nee, ich habe keine Mods. Dafür bin ich noch zu klein. Habe ich bisher nicht gebraucht. Ich musste erst zwei, drei Leute bannen. Das Live-Bild dürfen wir leider nicht zeigen. Nee, Denise, das Live-Bild gibt's nicht. Rennen kann man hier nicht sehen, aber wir kommentieren sehr gerne für euch. 144 Zuschauer, teilt gerne an alle, die es nicht sehen können, das Rennen. Wir, ich habe geguckt. Ja? Ja, nicht gucken, nicht gucken. Ich habe es auf Lifetiming geguckt. Jost Verstappen ist schon nervlich am Ende. Ja. Ich bin gespannt. Das Bild wird gleich hier von mir transportiert. Wir sehen jetzt Max Verstappen, der gerade sich in die Startbox bewegt.
gucken leider hier nicht im Live-Bild, sondern nur woanders. Christian Horner leicht angespannt, sehen wir jetzt in der Box. Es rollen jetzt ganz langsam erstmal alle Fahrzeuge. Was bummeln die denn? Die bummeln aber heftig. Wahnsinn. Die bummeln aber heftigst. Oh, die ersten Sektorenzeiten sind schon im Live-Timing zu sehen. Ihr seid schon schlauer als ich, Chat. Ich gucke nur auf das Fernsehbild. Das ist so scheiße, ne? Ja, da müssen wir uns echt was einfallen. Muss echt irgendwie das Live-Timing muss echt langsamer sein. Ja. So, jetzt stehen alle Fahrzeuge, meine lieben Freunde. Jetzt geht die Ampel jetzt gleich an. Die roten Symbole. Der letzte Start des Jahres, die letzte Watchparty des Jahres geht los. Die Ampel geht auf grün. Verstappen kommt gleich nicht so gut weg. Lewis Hamilton schon am Start. Geht als erster in Turn 1. Verstappen fährt hinterher. Lando Norris auch schon Platz verloren. Und Paris muss weit gehen. Hat einige Plätze verloren da. Komm, zeigt vorne, Alter. Sky. Lewis Hamilton schon vorbei an Max Verstappen. Alter, hat der gepennt. Mein Gott, ganz schlechter Start von Max Verstappen. Junge, Junge, ist der schlecht weggekommen. Heidewitzka, da ist mir fast der Kopf explodiert. Ja. Was hat, der ist ja gar nicht aus dem Block gekommen. Überhaupt nicht weggekommen. Der war schon, keine Ahnung, nach 10 Metern war Hamilton schon vorbei. Und Junge, Junge. Vielleicht, ich glaube, ein Nervenspiel. What? Oh, Attacke! Was? Oh, es gibt schon die erste Berührung! Hamilton wird weit geschickt. Verstappen. Ganz schwer auf der Bremse, fast eine Kollision. Was? Oh Gott. Was war das denn jetzt für ein Bildhänger wieder? Ja, aber. Mein Gott, aber Sky. Muss man den jetzt vorbeilassen? Verstappen hat ihn wieder vorbeigelassen. Hamilton wurde Hamilton muss ihn noch vorbeilassen, weil Verstappen war ja innen und Hamilton ist hat ja abgekürzt. Verstappen aber, glaube ich, verbremst. Zu spät auf der Bremse. Ja. Zu eng in der Kurve, glaube ich. Junge, Junge, Junge. Meine Herren. Marcio, danke. Boah, jetzt auf die Decke eine Lücke gelassen. Jetzt erstmal Rhythmus finden. Ja. 1,5 Sekunden. Jetzt können wir das Live-Timing mal mit zur Hilfe nehmen. Ja. 1,5 Sekunden Gap. Bibo, der Schnelle, nimmt die Hände vom Mund. Man versteht dich schlecht. Sag mal. Das ist, wenn in Aufregung, verstehst du das nicht? Oh Mann, ey, der baut sogar mit Vorsprung aus mit Gelb. Das gibt's gar nicht. Ja, aber das war auf jeden Fall interessantes Überholmanöver von Verstappen oder ein Überholversuch, ein bisschen zu aggressiv wahrscheinlich wieder da rein, hat aber den Platz dann wieder hergeschenkt, was wir jetzt im Bild nicht gesehen haben, nee, weil Sky irgendwie wieder rumgehangen hat. Ja. Ich darf leider die Bilder nicht zeigen. Nee, hier sehen wir das jetzt nochmal. Verstappen bremst rein, obwohl, ja doch, doch, zu viel Überschuss. Zu viel Überschuss und... Aber guck mal, Hamilton, der hat auch direkt 2 Sekunden darauf durch die... Das, ja, das ist, war natürlich auch nicht... Das ist aber auch nicht die Idee. Eieiei. Da finde ich dann aber auch, hat Hamilton... Ja. Weil der hat komplett durchbeschleunigt auf dem Schreiben. Ja, natürlich hat er ja. Der hat dann abgekürzt. Aber richtig. Und dadurch hat er bestimmt eine halbe Sekunde hat er dadurch locker gut gemacht. Mindestens. Und Hamilton generiert Abstand... Turn 7 Incident involving no. Car 33. No investigation necessary. Okay, okay. Da ist das Thema auf dem Tisch. Hamilton schneller als Verstappen. Wie ist das möglich? Ich verstehe es nicht. Also, wie ist das möglich, dass Hamilton jetzt wieder schneller auf gelben Reifen fährt? Ja. Der neue Motor, den die in Brasilien eingebaut haben, der ist es, glaube ich. DRS enabled, jetzt muss... Verstappen wird sich die Reifen kaputt fahren, wahrscheinlich. Oh.
Jetzt hat der Bull auch gerade mit der Interessant. FIA diskutiert. Die haben das, glaube ich, ähnlich gesehen wie wir, ne? Ja. Wobei die FIA gesagt hat, der Abstand war nach der Runde wieder hergestellt. Ja, genau. Kann ich jetzt nicht Ich sagen, wollte weiß gerade ich sagen, nicht. da habe ich jetzt auch nicht so wirklich drauf geachtet. Ja, Verstappen Also. ist zwar Erster, ist aber nicht aus dem Startblock gekommen und Ja. Hamilton hat ihn direkt in die erste Kurve geschnuppt. So sieht's aus. Wir dürfen Ja. das Bild natürlich nicht zeigen, Leute. Dürfen Ja. wir nicht zeigen. Kann man nur sehen in Deutschland über Sky. Ah, nee, Verstappen, schlechter Funkspruch, Ja. kein Fokus. Verstappen fokussiert sich darauf, dass Hamilton ihn da oder Hamilton da irgendwie abgekürzt hat oder Ja. was weiß ich. Das ist jetzt einfach falsch. Oh, das kann nicht sein, dass der Gap 2 Sekunden Sekunden, ist ja. und Hamilton einfach auf den gelben Reifen fährt. Ist ganz schön traurig, ja. Also, wenn Hamilton durchfahren kann, kann ich jetzt wahrscheinlich schon sagen, dass das war. Ja. Auf Sky. Aber Siege auf Sky. wir müssen die Spannung Wir müssen die Spannung hochhalten. hochhalten. Max Verstappen ist ganz eng dran mit 2 Sekunden. Nee, aber was willst du machen, ey? Aber auch krass, guck dir mal die Lücke an zu Zu Perez und Paris wohl, Sainz. ne? Also, ja, Perez fährt noch einigermaßen mit, aber die anderen kommen ja gar nicht hinterher. Boah. Kostenlosen Stream gibt es nicht. Kintaro, wer hier irgendeinen Link postet, wird gebannt. Spielt mal Tanki online. Ja, machen wir jetzt. Wir hören jetzt auf. Wir spielen jetzt Tanki online. Horst Jonas, komm. Ich. Schmeiß den Pizza ein. Wir spielen Tanki online. Scheiß auf Formel 1 jetzt. Watch Party ist vorbei. Sorry. Alter Spiegel. Der hätte mir wieder so ein schönes Kiesbett Ah, verwünscht, ich ehrlich weiß nicht, gesagt. aber er hat schon doch doll dann abgekürzt, ne? Aber Ja. das war aber. Verstappen Ah, es einfach ist. wieder umgestürmt, ja. Einfach reingehalten in die Lücke. Ah. Da kann er besser. Boah. Er hat keine Ja, Chance. und da bleibt Hat. Hamilton voll auf dem Gas und kürzt die Kurve dann natürlich richtig. Ja. Mohe, grüß dich. Was hat Bottas Das, gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Das haben wir. also der ist auch überhaupt Der ist wiedergekommen. wieder, weiß nicht, ob der noch geschlafen hat oder so Ja. beim Start. Ja. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Der ist von 5 gestartet, wenn ich das richtig habe, ne? Also es steht da jetzt minus 2 Plätze. Ja, dann ist er von 6. Das ist ja. Auf 8 jetzt. Norris aber auch echt Federn gelassen. Der ist da einmal weit gegangen und dann Ja. waren Sainz und Perez schon durch. 265 Zuschauer, ihr seid krank. Echt. Richtig geil. Ja, gute Frage. Was kann Max Verstappen jetzt noch machen? Müssen wir wissen, wer das wissen könnte? Leo Lackner. Der könnte eben seinen Circle of Doom rausholen. Und dann eben rausfinden, wann Max am besten Warte pitten mal. Ich habe hier. kann. So. Unglaublich. Oh, ich habe hier. Ich Ja, kann. Kevin, so früh wollen wir die Flinte noch nicht ins Korn schmeißen. Der. Vielleicht haben die noch einen Ass im Ärmel. Alter, guck dir das Bild jetzt mal an, Sascha. Die hatten gerade die Helmkamera von Leclerc. Ach, echt? Also wir haben jetzt, wir haben natürlich auch unseren Taktikexperten hier. Das ist hier der Circle of Doom von Leo Lackner. Und zwar ist es ganz einfach. Wenn das ist Verstappen und das ist Hamilton, wenn Verstappen da rauskommt, dann ist er davor. Ganz einfach. Ja. Und ich weiß nicht, was er sich da einmal an den Bart nuschelt. Er Das kann ist einfach immer dasselbe. unglaublich. Ja. Warte mal eben, ich muss mal ganz zu ihm Knopf suchen. Max Verstappen muss operiert werden. Okay. Wieso wird das hier im Chat nicht angezeigt? Was denn? Der Quatsch hier. Tatsächlich.
So. Einer weniger. Ja. Sind die immer noch am Die sind immer noch Diskutieren, am Diskutieren. aber. Das ist total einfach Das ist. Kopf zu und Aber weiterfahren. es ist, spricht. Ich finde, es spricht ein bisschen. Ja, die wissen nicht, was sie sonst machen sollen, ne? Ja. Also, es spricht ein bisschen Verzweiflung, sage ich mal. Dass Ja. Red Bull funkt die ganze Zeit mit der FIA und denkt so: Nee, aber der Hamilton hat hier und Ja. wegen diesem Vorfall da noch. Ist eigentlich schlecht. Ich sehe da jetzt gar keine Schnitte. Was für ein Reifen soll Verstappen jetzt rausholen, damit er da rankommt? Aber wie ist das möglich, dass der Mercedes jetzt wieder so schnell ist? Ja, das Verstehe ist es der einfach nicht. Turbomotor. Ja, als wenn die im Quali sagen: Ach komm, wir Ja. tun einfach mal so. Marzipan ist übrigens noch nicht rausgeflogen. Sie ist gar nicht erst an den Start gegangen, weil er Corona-bedingt krank geworden ist. Er ist nach Hause Da haben wir ein gereist. bisschen was verpasst hier im Chat, ne? Müssen Ja. wir eben. Und ein paar Sachen wieder nachholen. Was haben wir noch? Ich wünsche mir, dass Verstappen gewinnt. Felix Flexi. Ja, er hat es auch verdient, aber ich glaube, er hat keine Schnitte im Moment. Die Zahlen bedeuten, wie viele Runden der Reifen alt ist. Ja. Also eine ganz. Ja, genau. M und S heißt Soft und Medium. Genau. Und das an die Zahl, die kleine, heißt, wie alt der Reifen ist. Und also Hamilton fährt 2,5 Sekunden vor Verstappen und hat deutlichen Vorteil, weil er den gelben Reifen hat. Ja. Verstappen wird vielleicht in 5 bis 6 Runden an die Box erwartet. Ah, Jason. Ne, wer ist es? Quatrox. Ja, gut. Du kannst ja mal. Mir fehlt da jetzt noch die Fantasie, Ja, genau, um wollte ich gerade sagen, vielleicht. irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Um mir Vielleicht. irgendwas auszudenken, was da jetzt hätte noch passieren kann. Ja. Verstappen kann blau aufziehen. Glaube ich, In Abu Dhabi, glaube schwierig. ich, immer die richtige Wahl, auf Ja. Regenreifen zu wechseln. Ja. Ich glaube, am Ende hat wieder das bessere Auto doch gewonnen, tatsächlich. Also es ist ja sehr spannend, wie eh und je Bernd Klaus, muss man doch sagen. Das ist das, was wir alle wollten. Das ist das, was wir alle wollten, aber ja. Mir ist ein bisschen zu viel diese Saison hier FIA und der hat das gemacht und der Ja, hat das gemacht, das so ein habe ich letztes bisschen. Rennen auch richtig gestört, wo die Ja. dann wie auf dem typischen Basar verhandelt haben, wer Ja, wo ja, was an Strafen kriegt. Das ist ja. einfach. Und Red Bull versucht das jetzt halt auch schon wieder. Ja. Hamilton Motorschaden, Junge, dann das wäre noch was. Wüstenregen, ja. Ja. In 50 Runden kann alles passieren, Uwe, das stimmt auch. Da gebe ich dir auch recht, wir haben auch schon alles Mögliche gesehen, verpatzte Boxenstops. War es letztes Jahr das letzte Rennen, ja, ne? Ja. Da hat Mercedes irgendwie komplett geschlafen. Wir haben es auch dieses Jahr schon gesehen bei Mercedes, wo die Mutter von Bottas das Auto nicht runtergekriegt haben. Ja, Man genau. munkelt, dass sie immer noch drauf ist. Ja. Aber ich glaube, das war dieses Jahr in Monaco, ne? Ja. Siegepelle für Max. In Monaco war es, ja. Ja, Da ging die Scheiße nicht mehr ab. ja. Aber ich glaube leider, im Moment glaube ich auch, dass Hamilton ist nach Hause fährt. Ich verstehe, aber das muss mir einer erklären. Ich klar, Quali-Trim, Renn-Trim. Aber wie kann der Mercedes jetzt auf gelben Reifen so viel schneller wieder sein, Ja. wie der Red Bull auf roten Reifen, obwohl der Red Bull im Quali auf roten Reifen drei Zehntel 3 Zehntel schneller auf der gewesen, ja. kurzen Strecke, kurze Strecke, ja, mittellange Strecke, aber trotzdem. Ja, wäre schon schön, wenn Schumacher nächstes Jahr mal mit um die Punkte fahren kann im Haas, wovon ich leider nicht ausgehen werde. Wann gewinnt denn Verstappen, wenn er Erster wird und Hamilton wievielter? Wer das Rennen Ist gewinnt oder wer vor dem im anderen anderen. ist, hat gewonnen. Genau, der ist Weltmeister. Der ist Weltmeister. Perez ist Platz 3, ja. Bottas auf 8, interessant. Also. Für Bottas, Bottas fällt mir nichts ja. ein. Nee, der wird der neue Räikkönen bei Alpha, beendet da seine Karriere und. Ja. Das stimmt auch. Super Iron Claw. Wenn Schumacher nicht ausfällt, wäre auch gut. Ja.
alles in allem, Mick Schumacher, eigentlich eine gute Saison. Muss ja, man natürlich in dem Auto, was willst du da denn eigentlich erwarten? Also. Oh, hör mal, Leo Lackner. Ja, oh, hörst du auch diese Stimme? Leo Lackner, das ist diese zärtliche Stimme in meinem Ohr. Ja. Ja, ist nicht. Das kann man aber auch weghören. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, es passiert noch was. Mazepin ist gar nicht gestartet, hat Corona. Ich komme gar nicht hinterher jetzt, Chat. Hamilton Boxstop, bin ich mal gespannt drauf. Hoffentlich klemmt die Mutter. Ja. 346 Zuschauer. Lol, okay, danke. Ja. Richtig krass, Leute. Traurig, dass Hamilton zurückgeschlagen. Was? Nee, der hat nichts gemacht. Der ist gar nicht erst gestartet. Nee, der ist gar nicht erst gestartet. Traurig, Hamilton trotzdem so viel schnell. Ja, wahrscheinlich wegen dem Motor, keine Ahnung. Wenn beide ausscheiden, ist Max Verstappen Weltmeister. Ja, weil der die meisten. Weil der mehr Rennsiege hat. Ja, genau, der hat mehr Rennsiege. Setup auf Rennen eingestellt. Der hat das bessere Torverhältnis. Wer das bessere Tor? In Real hier nicht schauen, was ist dann? Bottas nicht beim Tee trinken oder so. Ja. Ja, Verstappen lässt sehr. 4,57 Sekunden. Ja. Oh, da scheint wohl ein Verbremser von Verstappen gewesen zu sein, aber die haben noch nicht eingeblendet, warum der auf einmal 2 Sekunden verloren hat. Aber alles im allem, ich weiß nicht, wenn ich es je öfter ich sie jetzt sehe. Ja, nee, er hat schon ein bisschen Überschuss. Ja, und das fand ich aber ziemlich fragwürdig, wo er einfach auf dem virtuellen Kiesbett. Aber er ist noch auf der Strecke, ne? Ja. Na, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. 4 Sekunden Rückstand, jetzt gehen die Reifen kaputt. Ja, ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ja. Mit den Reifen ist es so, zum Beispiel Bottas hat mehr Runden auf den Reifen als alle anderen. Die anderen mit 14 sind frisch gestartet mit den Reifen und Bottas hatte dann quasi einen gebrauchten Satz auf irgendeinem Training, wo er dann 2 Runden mit gefahren ist. Deswegen sind die 16 Runden. Ja. Deswegen, Chris. Ja. Der ist dann im Training schon mal mit den 2 Runden gefahren. Vielleicht hat er keinen Satz mehr über sonst oder so, ich weiß es nicht. Genau. Aber die spekulieren gerade, dass Verstappen noch vor Bottas rauskommt, deswegen lassen sie ihn noch fahren. Und der verliert jetzt leider immer mehr Zeit auf Hamilton dadurch. 5,7 Sekunden, das sind Welten. Also wir sehen fragende Gesichter auch in der Red Bull Box. Ganz schwierig, ganz schwierig. Ja, Weber Alexander, gehe ich mit. Auch wegen dem Schumacher-Rekord. Ja. Genau, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich heute für Verstappen bin. Ja, also, ich glaube, Lukas, das hat nichts damit zu tun, ob Max sich fängt oder nicht. Mehr geht nicht. Ich glaube, mehr geht nicht. Dann muss man einfach sagen, man sieht jetzt deutlich hier, die Rundenzeiten, das Intervall wird immer größer. Ja, und Tires really struggling, jetzt kommt gerade der Funkspruch. Verstappen beschwert sich auch gerade über Punkt, dass die Reifen ziemlich auf sind. Und dann passt es ja doch, was Pirelli gesagt hat mit 13 Runden. Ja. Ja, Benedikt, ich glaube, da braucht Verstappen keinen Motorschaden für, dass Hamilton das gewinnt. Es ist die 12. Runde. Oh, Leo Lackner. Wir haben jetzt hier wieder Max Verstappen und die kommt wohl Valtteri Bottas heraus. Ah, komm. Der hat die besten Mittel, um das vernünftig darzustellen, aber der kriegt das. Was der für Grafiken hat, stell dir mal vor, wir hätten die Grafiken. Stell dir mal vor, wir hätten das hier im Stream, das wäre ja Wahnsinn. Hätte ich die Grafiken, die der Leo Lackner hätte, ne, da würde ich hier aber einen rauspfeffern. Ja. Das ist unglaublich. Und er sitzt da einfach in seinem schwarzen T-Shirt. Ja. Weiß ich nicht. Ich bewerbe mich da nächstes Jahr. Ja, wollte ich gerade sagen, können wir da ein Praktikum machen mit denen. So, wir haben 389 Stimmen, ihr kranken Leute. Krass. Who will win the world, title of the world? Fast immer noch 74% Verstappen. Ich bin gespannt, was ihr jetzt sagt. Wollte ich gerade sagen. Also, Veto kriegt ihr nicht. 32, 33 Likes schon. Drückt fleißig auf den Like-Button. Ich freue mich darüber, dass ihr alle da seid. Letzte Watch-Party dieses Jahr. Nächstes Jahr geht es auf jeden Fall weiter damit. Ja. Machen wir, wenn es in Australien stattfindet, ist es ja auch morgens um 5, ne? Machen wir, scheiß drauf. Einfach durchmachen. Dann ja.
Schumi bleibt der beste Fahrer, gehe ich mit. Ja. Hätte Schumacher damals so ein Auge hingestellt bekommen, ich glaube, der hätte von 94 bis 2010 alles gewonnen. Ja, 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 ja. Ja. Hätte er auch. Oh, Verstappen kommt in die Box. Max Verstappen geht in die Box. Ging nicht mehr. Ja. Oh, jetzt wollen wir hoffen, dass er vor Bottas rauskommt. Oh, das war ein bisschen... Das war 3-Sekunden-Stopp, was schätze. Sah so aus. Ja. Oh, 2,1 war doch schnell. Ich sag gar nichts. Runde 14, Ziege. Und steht auch, genau, steht oben links in der Ecke. Wir haben jetzt noch 44 Runden. Hier. Oh, oh, oh. Jungs. Eiskalt. Ui! Da ist Leclerc aber richtig abgeflogen. Wer war, aber er ist auch im Rennen, sagen wir mal. Alter, ich dachte, das wäre Verstappen. Ja. Oh, oh, oh. Leclerc, aber, Junge, was hat der da denn gesehen? Ja. Anderen Streckenlayout wahrscheinlich. Ich würde sagen, ist einfach geradeaus weitergefahren. Verstappen einfach, Verstappen sag ich schon, Leclerc einfach geradeaus weiter durch. Ja. Jetzt haben wir hier Verstappen an Norris vorbei. Ja, da macht Norris gar nichts. Max macht das. Ich freue mich ja, dass wir noch zuversichtliche Leute hier haben. Ja, wollte ich gerade sagen. Sehr gut. Sehr gut. Meine Hoffnung ist ein bisschen gestorben. Jetzt haben wir hier Leclerc gegen Tsunoda. Oder, ja, Astral ist der. Alter, Falter, da im Linksknick da immer vorbei. Endlich mal ein deutscher Livestream. Ja. Endlich mal. Ja, das glaube ich auch. Perez kann sich jetzt unsterblich machen, indem er einfach Hamilton in die Karre fährt. Ja. Wird er natürlich nicht machen, aber nein. Mit Aufhalten und so. Siehst du, da lässt Hamilton sich gar nicht drauf ein. Nee. Und Hamilton covert einfach direkt. Sind die eigentlich auch am Wochenende auf den weißen Reifen gefahren? Das ist jetzt noch vielleicht eine kleine Hoffnung, dass der weiße Reifen nicht zum Mercedes passt. Aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder was? Sind jetzt 5 Sekunden, wenn man Sainz da wegrechnet. Hier sehen wir nochmal das Leclerc-Ding. Ja. Links kommt Verstappen raus. Oh, da hat er sich erschrocken. Oh, aber gut gefangen. Hat er ja. Alter, der ist so geradeaus weggeschnitten. Da war ja nichts mehr mit Grip, der ist ja so geradeaus gefahren. Ja. Und dann nochmal vor. Ja, da hat er aber auch die Marbles am Start auf dem Reifen, ne? Ja, Perez muss einfach Hamilton abschießen. Ja, Max hat noch ein paar Runden, aber. Schwierig. Also, Hamiltons Boxenstopp lief 1A, so wie es scheint. Haben wir nicht gesehen, oder habe ich ihn verpasst? Was denn? Hamiltons Boxenstopp? Doch, den haben die gezeigt. Habe ich verpasst vor lauter Reden. Ja. Matteo, hau raus! Ja! Perez muss einfach Hamilton abschießen. So einfach ist die Welt. Ja, genau. So werden Titel auch gewonnen und verloren. Max war in der Box und Perez und Sainz noch nicht. Ja. Perez macht jetzt, glaube ich, ultra langsam, damit er Hamilton vielleicht irgendwie ein bisschen aufhalten kann. Also was anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen. Fährt jetzt 2 Sekunden langsamer da, aber auch Verstappen nur 1,29er Zeiten und Hamilton... 1,27,8. Wie ist das möglich? Das ist unglaublich. Also der holt da jetzt nochmal was aus der Karre raus. Das kann auch nicht legal sein. Ich denke manchmal wirklich, wo kommt die Rennpace her? Ne? Ja. Ich glaube, Perez wird so lange draußen bleiben, wie es geht. Und auch wenn er nur noch rumschleudert auf den Reifen und jede Kurve wegrutscht, der wird irgendwie versuchen, Hamilton 1-2 Sekunden... Ja. Zu kosten. Der ist jetzt noch 7 Sekunden vor ihm, aber Perez ist noch 19 Runden auf den Roten unterwegs. Ja, ich sage, vielleicht platzen die sogar. So lange können die den draußen lassen. Also das ist... Aber wir wissen ja, der kann ja gut, ne? Ja, also, ja. Der kann ja gut mit den Reifen. Reifenflüsse. Ja, Team WM ist eh verloren. Für Red Bull. Nee. Oder? Nee. In Club 2 und 3 und Bottas schleicht da irgendwo auf 7 rum, dann müssen wir noch einmal die Live-Standings gucken. Ja, aber im Prinzip scheißen die schon drauf, ja. Ja, das ist schon klar, so. Die Fahrer-WM geht halt vor.
Auf jeden Fall. Ja, Darius, das könnte sein. Ja, Weber. Oh! Oh, Verstappen schon wieder von der Strecke abgekommen. Ja, Alonso fährt nächstes Jahr auch noch weiter bei AlphaTauri, wenn ich das richtig habe. Auch einen super Job gemacht diese Saison, muss man Ja, auf jeden sagen. Fall. Ich glaube, da hätte Ocon auch einen deutlich schlechteren Teamkollegen kriegen können. Aber Ocon ist 18. Was ist da denn passiert? Und Vettel 12. Das sagt man, muss man auch mal. Naja, stimmt. Ja. Ja, Alpine insgesamt eigentlich auch solide unterwegs, ne? Die ganze Saison. Ja, die Strecke sieht schon ein bisschen aus wie ein Revolver, ja. Sehr aufmerksam. Ja, Ja, doch. schon so ein bisschen, ja, Ja, stimmt. ja, ja. Hier wird auf jedes Detail geachtet. Das Der ist. letzte Schuss die Saison. Wow. So, jetzt haben wir gleich die Situation, dass Hamilton auf Perez aufschließt. Da können wir mal sehen, was da passiert. Boah, das sind noch 6 Sekunden, ne? Aber der Sainz, Ja, der hält doch Verstappen auf. 3 Sekunden, gut 6 Sekunden im Fernsehbild, 3 Sekunden im Lifetiming. Ach, krass, okay, ja. Grüße an Lars Bechtold aus Fellinghausen. Grüße gehen raus, Ja. Lars. Grüße aus Kassel, Grüße nach Kassel. Nee, der crasht die nicht raus, Leute. Nee. Das machen die nicht. Das denken wir Dann uns alle eigentlich, aber das wird nicht ich passieren, glaube, glaube dann kriegt Red Bull keine Genehmigung, dass die nächste Saison wieder mitfahren ich. dürfen. Ja. Das wird nicht passieren. Wir können jetzt noch so eine Floskel raushauen, dass er das Ding am Start verloren hat, Also was aber. natürlich immer noch passieren kann, ist, dass irgendwie komisch die Reifen werden bei den anderen im Grid und dass einer das Ding in eine Wand jagt, ne? Ja. Ich meine, wir haben Mick Schumacher letztes Rennen gesehen, der hat das Teil auch in die Wand Ja, gejagt. das war aber auch ein anderer Kurs. Also Anderer der Kurs, hier hast du war. deutlich mehr Ja, wollte ich Auslaufstrecke, gerade sagen. ne? Also bei Hamilton, so Manöver hätten die sich in Saudi-Arabien letzte Woche nicht geben können. Dann wäre es auf jeden Fall für einen schlecht ausgegangen. Ja, Carlos Sainz macht gar keine Anstalten, auch besser ist. Ich hätte gedacht, dass die, ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, dass die Sainz jetzt einfach reinholen, weißt du? Anstatt da jetzt, dass Ja, Verstappen da vorbeifährt. richtig. Aber der Sainz ist ja auch schon immer noch auf den Routen unterwegs, ne? Scheinbar schon, Ja. ne? Jetzt fährt er gerade in eine Pit. Jetzt ist er Ja. gerade drin, ja. Keine Bilder, leider dürfen wir nicht. Satan, 9 Sekunden. So, wir haben jetzt Hamilton, der wahrscheinlich gleich an Perez vorbeifahren wird. Ja. 04, 03, die sind jetzt gerade auf der 01. Jetzt müsste er eigentlich vorbeigehen. Ja, aber Verstappen ist nicht mal Wahrscheinlich ansatz, ohne der ist noch nicht mal auf der Probleme. Also Geraden. Hamilton vorbei an Oh. Perez. Das hat Hamilton ungefähr Zeit gebracht. Wegen Ja, DRS. auch wollte sagen, im DRS-Fenster überholt wurden. Oh Gott. Verstappen 8 Sekunden hinterher. Nee. Ja, Ich sag da nee. war auch schon ein Zuschauer, der sagt, dass Hamilton sich. Akani. Akani muss ich auch mal melden. Ja. Funksprüche dürfen wir auch nicht. Nee, gar nichts. Ich darf gar nichts davon nehmen. Nee. Angeln Forteventura bei Boller. Herzlich willkommen im Stream. Ja, gut. WM ist entschieden. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. 532 Zuschauer. Ihr seid bescheuert, ey. Ohne Scheiß. 488 Stimmen. 72% Max Verstappen. 28% Lewis Hamilton. Perez vorbei wieder an Hamilton. Wie bitte? Und 3 Sekunden nur noch, was ist jetzt denn passiert? Was ist denn jetzt passiert? So, hä? Hä? So, also wir sehen Oh. jetzt im Bild das Guck mal, das sind noch Überholmanöver. 1,3 Sekunden. Oh! Ast rein von Perez. Alter Schwede, der kann ja Auto fahren.
Jawohl, Paris, Junge. Junge, Junge, Junge. Sehr gut, sehr gut. Ah. Und da ist Hamilton jetzt gerade im TV-Bild vorbei. Ja, aber dann, dann gab es noch mal irgendwas. Jetzt hat Paris DRS. Paris DRS und dann wieder vorbeigegangen. Alter. Jawohl. Junge, Junge, Junge. Der fährt auf den abgekauten roten Reifen, aber mal so. Dadurch Max Verstappen nur noch 1,3 Sekunden ja, hinter Lewis Hamilton. Ja. Junge, auf geht's, Junge. Let's go, Mann. Satan, ey, denn. Alter, der macht sich gerade so perfekt, drei, perfekt, Junge. Der hat ihm 8 Sekunden abgenommen. Ja, unglaublich. Über Paris die ganze Saison geschimpft und jetzt. Junge, Junge, Junge. Ihr sollt euch besser konzentrieren, wenn ihr schon live kommentiert. Also nochmal. Wir sehen das Fernsehbild ungefähr 1,5 Minuten später als das Live-Timing. Ja. Das heißt, wir sehen das Live-Timing, das was passiert, aber wir wissen nicht was. Das hat nichts mit Konzentration zu tun, sondern wir sehen das erst sehr viel später. Deswegen können wir das erst dann mitteilen. Ich habe kein Fernsehbild, ich sehe es übers Internet. Und Hamilton beschwert sich auch direkt, dass Perez sehr gefährlich fährt, aber... Nee, das ist... Das ist einfach nur... Letztendlich ist es ein Grand Prix. Ja. Perez kann da so fahren und verteidigen. Ist so. Und guck mal... Aber Alter, die. Das, so ein Teammate brauchst du dann auch. Aber Leute, alle im Hamilton-Lager. Bottas hätte das genauso gemacht. Er kann es zwar nicht so gut, aber hätte das genauso gemacht. Ja, genau, genau. Der fährt zwar gerade auf P5 ist er mittlerweile. Der hat den fast 8 Sekunden gekostet, weißt du das eigentlich? Ja. Wahnsinn. Und der ist 21 Runden auf den roten Reifen unterwegs, das darfst du auch nicht vergessen, ne? Wir haben jetzt nochmal einen Ehrenzuschauer, und zwar den Marcel. Scheiße, seid ihr schwul. Danke für den produktiven Beitrag. Ja. Checo is a legend, kommt hier. Und Mimimi bei Hamilton war genau richtig. Der konnte das nicht ab, dass Paris auch ein einigermaßen guter Fahrer ist. Ja, das war wirklich Mimimi. Ja, das war... Scheiße, seid ihr Scheiße. Weil es so lustig war, bann ich dich noch nicht weg. Ja, genau, noch nicht. 7,8 Sekunden Hamilton abgenommen. Ja, das ist wirklich schon amtlich. Amtlich ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung, Tobias. Das ist schon krass. Das ist echt eine geile Sache, Junge. Ja. Krank gemacht, so muss man das machen. Aber wir sehen jetzt wieder freie Fahrt. Ja. Hamilton und Verstappen, das sind direkt, schon wieder 2,4 Sekunden. Direkt wieder 2,5 Sekunden abgenommen, ja. Vielleicht hat er sich aber bei dem ganzen Hin und Her da ein bisschen die Reifen kaputt gemacht. Ja. Mick holt nicht mehr auf, nee. Nee. Das glaube ich nicht, Marcel. Nee. Nati, grüß dich. Ey, der Witzka, Junge. Vielleicht ist doch die Messung nicht gelesen, aber... Ah, jetzt holt er 0,079 Sekunden auf und 6,2, also das ist schon, ja, aber wie gesagt, das sind ja schon wieder 2,6 im Live-Feed. Das ist... Hamilton immer noch eine gute Pace. Max kann ein bisschen mitfahren, ja. Hamilton jetzt aber wieder knallt da eine lila Zeit raus, ihr seht das. Ja. Safety Car wäre jetzt sehr schön, da bin ich gespannt, was... die machen würden. Ich glaube, dann würden die auch nochmal auf Geld wechseln. Ich weiß nicht, ob die nochmal wechseln werden. Safety Car wäre jetzt schön. Ich fährt auch ein überragendes Rennen. Das vergisst man jetzt die ganze Zeit bei der ganzen anderen Aufregung, die wir da vorne haben. Vettel fährt überragend, ja. P9, tatsächlich. Paris sensationell. Mick gewinnt das Ding. Fände ich auch, will ich auch feiern. Danke, Thorsten. Ja, Thorsten, sehr gerne. Grüße nach Berlin. Hamilton hat sich die Reifen etwas geschont. Ich glaube, der hat die Reifen ganz schön beansprucht bei diesem Hickhack mit Sergio Perez. Vettel in den Punkten, auch super. Hallo Andreas. Natascha Kampusch wird neuer Trainer beim Hamburger SV. Einen Moment.
Muss ich mal ganz kurz Knopf drücken hier wieder. Ja. So. Vettel wird Weltmeister, Lang, lang ist her. ja. Ah ja, der Knopf hat funktioniert. Sehr gut. Ja, wir würden natürlich. Ja, vielleicht kommt ja nochmal Spannung rein in dem ganzen Bums hier. Ja, Wir aber haben jetzt hier. Wen haben wir denn da in der Box? Tsunoda? Der ist jetzt schon das zweite. Nö. ne. Der ist auf Gelb durchgefahren bisher. Ja, Uff, okay. gut, auf Geld ist ja auch machbar, ne? Hallo Nils. Verstappen fährt auch harte Reifen. Wir sehen es jetzt gerade eingeblendet. Ihr seht die Reifen da. Bottas war noch nicht an der Box. Hier. Latifi und Russell waren noch nicht an der Box. Und Alonso und Gasly sind, glaube ich, sogar auf hart gestartet, genau. Aber es ist doch nach wie vor so, dass Hamilton einfach fast pro Runde irgendwie ein paar Zehntel schneller ist, ne? Na, Zwei Zehntel jetzt letzte der Runde. knabbert immer so ein bisschen weiter den Vorsprung. Und baut immer weiter den Vorsprung aus. Verstappen holt nicht auf Reflex, leider. Im Nee, Gegenteil. leider nicht. Hamilton ist. Vielleicht können die irgendwann zum Ende des Rennens so zur Halbzeit nochmal richtig die Na. Motoren aufdrehen, aber ich glaube, das macht Mercedes in dem Hamilton Ding. ist deutlich schneller. Wir sehen jetzt gelb. Wir sehen jetzt gelb im Live-Timing. Ja. Gelb im Live-Timing. Im Fernsehbild haben wir es leider jetzt noch nicht. Ich kann euch noch nicht sagen, was Welcher passiert Sektor ist. ist das? Eins? Nee, das Nee. ist der ist nur gelb markiert, der Sektor. Okay. Irgendwo auf der Strecke gelb. Weiß ich nicht, Safety Car. Wenn Safety Car kommt, dann seht ihr das da oben. Da, wo jetzt gelb. Oh, ihr seht das gar nicht gelb. Ihr seht ganz oben rechts in der Ecke ein bisschen gelb. Aber irgendwie hängt da eine Timeline auf. Oder gibt es gerade ein Virtual? Siehst du, wie die Autos. Jetzt wieder grün. Ja, manchmal hängt das Dings, manchmal hängt die Ja, okay. Trackmap ein Ja. bisschen. Ne, alles wieder grün. Kein Safety Car. Raikkonen Raikön steht, steht, ja, okay. Tatsache. Sehr aufmerksam. Haben wir immer noch nicht im Fernsehbild. Dann Nee. wisst ihr mal, was das für ein Delay ist. Ja. Im Dings kann man es sehen, genau unten eine Runde zurück. Raikkonen steht. Natürlich sehr schade, ne? Ja, das ist an seinem letzten Also im Rennen. letzten Rennen, dass Raikkonen steht, Nee. wirklich sehr, sehr traurig. Aber ein Podestplatz wäre auch ein bisschen unrealistisch gewesen. Ja. Auch Mensch, das ist so. Also ich vermute, er geht jetzt auf seine Yacht und So wie einst in Monte Carlo, ja. wo er sich dann einfach auf seine Yacht gesetzt hat. Kann noch viel passieren, ja. Vettel soll gewinnen. Ja, wir haben jetzt die Trackmap irgendwie spackt rum. Das liegt aber nicht an mir. Das liegt an dem Anbieter. Wenn Safety Car kommt, bleibt der Abstand nicht so. Dann kann Verstappen ranfahren. Genau, dann ist Verstappen wieder auf 2 Autolängen dran. Toto Hard Racing kommt Ja, jetzt Toto von Wolff hat der sich übrigens auch FIA. bei der Rennleitung beschwert, dass das unfaires Racing wäre von Red Bull, aber das ist ja Das unglaublich. war Racing, Das ganz hat der klar. Michael Masi ihm auch Gott sei Dank schnell aufs Ohr gesagt. Das ist ja. Und Russell Russell ist auch auch. raus, Tatsache. Haben wir immer noch nicht im TV-Bild, aber die sind auch Nicht. gerade damit beschäftigt, die Ich Replays wollte da gerade alle sagen, zu die holen gerade zeigen. eine zeigen gerade eine Replay nach der anderen von den Überholmanövern. Kimi Driver of the Day, ich glaube auch. Kimi langsam, ja. Da Hier sehen wir es. sehen wir es gerade, wie er Aber ausrollt. war da Schaden am Frontflügel da rechts? Guck mal. Ja. Da hat der Oh, der Schaden ist am Frontflügel. irgendwo angeeckt, ja. Toni Kroos, Toni Kroos auch dabei, moin. Ja, von Toni. Den zeitlichen Rückstand kannst du oben sehen, hier im Intervall. Hier ist die, warte, ihr seht die Maus nicht. Hier ist die Gap. 3,9 Sekunden Verstappen Genau. hinterher. 580 Zuschauer, ja, das ist echt nice. Oh, der hat Ja. sich rausgedreht und ist
ganz leicht angeschlagen in diese Barrier. Weggedreht, ganz leicht angeschlagen. Da kann man auch mal sehen, Ja. so schnell geht's. Also Ja. Safety Car ist immer noch möglich. Ja. Wenn das Safety Car kommt, meine lieben Freunde, Ja. sondern ist hier aber Holland in Not. Ja. Im wahrsten Da fangen die Sinne. Köpfe bei Christian und bei Toto auch nicht an Ja. zu rauchen, was man dann machen kann. Haben noch über die Hälfte, stimmt. Kann noch viel passieren, ja. Ja. Die Paris-Aktion, Super Iron Claw, da hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht. Ja. Die war auch wichtig, weil sonst wäre die Messe schon gelesen. Jetzt sehen wir gerade, wie Russell ausrollt. Ist aber nicht eingeschlagen oder sowas, Nee. ne? Ja, das ist wirklich schade, dass. Also, es ärgert mich ein bisschen, dass der Raikön da leider retiren muss. Ja. Ich würde sagen, Verstappen hat Raikön zieht die noch. Handschuhe aus. Ja. Ja. Abgestellt. Ich würde sagen, Verstappen hat noch eine 10%ige Chance. Ja. Mehr nicht. Ja. Wie gesagt, immer noch schade um den Schumacher-Rekord, ne? Der jetzt eingestellt wird von Hamilton. Eingestellt, gebrochen wird sogar. Nein, das stimmt. Russell leider Und der neue technische Mercedes, der neue Probleme. Mercedes-Fahrer rollt gerade aus. Ja. Getriebe Ja, scheinbar, sagt. Schumacher sagt Getriebeschaden bei Russell. Warte. Ja, ein Unfall mit Restart, das kann, sowas kann alles noch passieren. Wir haben ja Raikön gesehen, der ist auch weggeflogen. Ja. Erklären, was die einzelnen Reifenarten ausmachen. Das sind einfach nur verschiedene Mischungen. Man kann grob sagen, der rote Reifen ist der schnellste, der gelbe mittelschnell und der harte am langsamsten und immer auch auf Kosten der Haltbarkeit. Genau. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Zwei-Stopper wird, Nee, obwohl. Pirelli hat es vorher nochmal gezeigt. Also du kannst nach 13, 14 Runden in die Box gehen und dann mit dem weißen Reifen durchfahren. Also ist alles machbar. Wo ist die rote Flagge, wenn man sie mal braucht? Ja. Das ist die Ja. Frage. Ja, hätten sie in Abu Dhabi, ach, in Abu Dhabi, wie gesagt, schon in Saudi-Arabien letzte Woche eine weniger benutzt und hier eine mehr eingebaut, das wäre natürlich deutlich spannender gewesen. Wolfmans, ja, das ist 3, 4 Sekunden sind nicht die Welt, wenn sie gleiche Rundenzeiten fahren würden, aber du siehst jetzt schon wieder Ja. auf harten Reifen fährt. Reifen fährt Hamilton jetzt einfach die schnellste Rennrunde Ja. mit einer 27,4. Oh, Hamilton beschwert sich mal wieder über seine Reifen, dass das noch ein langer Weg ist mit denen, aber jetzt können wir vielleicht noch hoffen, dass da vielleicht mal einer platzt, aber wir wollen ihm keiner Schlechtes, ne? Verstappen soll einfach den Maldonado machen. Gute Ja, Idee. sehr gut. Also, aber Verstappen dann letzte Runde auch zwar persönliche Bestzeit, aber das sind eine halbe Sind schon, Sekunde ne? Unterschied. Ja. Verstappen kann theoretisch noch gewinnen, ja. Ja. Rennen ist ja noch nicht zu Und Ende. Schaschlik 112 sagt es auch richtig. Also Ja. Hamilton hat Genau, also es wird ja immer auch schon länger vermutet, wenn Hamilton sagt, die Tired are gone, Ja. dass das irgendwie ein Code ist für Ja, irgendwas. genau. Also du kannst doch nicht sagen, it's a long way for the tires Und im nächsten und, Moment und haust im du selben Pirelli. Moment fährst du hier jetzt Jackpot. schon wieder eine lila Sektorenzeit. Ja. Dann machst du halt langsamer. Eben. Der Vorsprung, aber ne? It's a long way for the tires. Aber insgesamt habe ich auch so das Gefühl, it's a long way for the tires, aber das gilt dann natürlich für beide. Ja, klar, die sind ja zeitgleich quasi in die Box gefahren. Chill Ja. mal. Ja, Ralf sagt es auch gerade im Live-Bild, dass es mit dem Reifen wieder so ein Ding von Hamilton ist. Bottas eine Enttäuschung aus Ja, der muss auch noch in die Ralfs Sicht. Box. Ja, Bottas ist auf Ja. jeden Fall aus dem Fenster, geht Ja. jetzt in die Box. Schade, Kimi, schade, Kimi.
Ja, immer cool geblieben auf jeden Fall, ne, Ja. Mike? Das muss man schon sagen. Das stimmt. Hamilton hat aber auch über die letzten, seit 2014, das beste Auto im Feld, das muss man auch ganz klar sagen. Da hat Ja. Mercedes auch schon Bombenarbeit gemacht. Habt ihr schon abgestimmt? Who will win the world title of the world? Verstappen oder Hamilton? 70 zu 30 haben wir jetzt, fast zugunsten von Verstappen. Ja, aber ich glaube, das Pendel schwingt gleich ganz schnell um, wenn die Leute abstimmen. Aber jeder hat nur eine Stimme. Ah. Mick ist, glaube ich, nicht raus. Sobald jemand überrundet wird, wird der Name auch ausgegraut. Ja. Also Mick ist nicht raus, Latifi ist auch nicht raus. Ihr seht, Die sind one lap behind, ne? Ja. genau, One Lap Behind, die raus sind, da seht ihr das X. Da seht ihr so ein X. Ja, Vesuv 1. Prost, ne? Trinke acht. Acht. Ja. Und trinke acht kleine Gläser. Ja. Ja, dann mal zu, du. Ja. Ja, Inferno Brand, das stimmt. Ja. Aber da fällt auch keiner mehr drauf rein. Ich glaube, das ist immer echt irgendwie so eine Codesprache. Keine Ja, Ahnung. ja. Das weiß der Geier was. Mazepin ist nicht angetreten. Der ist Covid erkrankt. Der ist gar nicht an den Start gegangen. Ja. Ja, aber nur Traffic ist, die machen sich sowas von klein. Die fahren notfalls auch neben der Strecke. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist jetzt eine Umrundung. Ja, genau. Schumi Latifi eine Runde hinterher. Ja. Akani ist auch schon ganz aufgeregt, der Ja. bellt ja alles zusammen. Ja. Halbe Sekunde langsamer Verstappen gewesen gerade in der letzten Runde. Wird eigentlich unsere Tipprunde gewonnen dieses Jahr. Weiß ich noch gar nicht, wer die Tipprunde ge gewonnen hat. Gut, dass Marcel viele Accounts hat. Kann man aber auch alle bannen. Paris hat heute einen überragenden Job gemacht als Nummer 2 Fahrer, muss man ehrlich sagen. Das stimmt. Perez hat bisher alles das gemacht, was Bottas die ganze Saison Wollte gerade vermissen sagen, was lässt. Bottas die ganze Zeit versucht hat. Also, und da gibt es wirklich immer noch Experten, die sagen, Bottas ist ein super Fahrer. Also, ich muss ehrlich sagen, also, Nee. der hat doch einfach nur scheiße performt Ja, diese ist so. Saison. Der Also, wurde ja auch von war es letztes Jahr, wo Russell ihn vertreten hat in ja, Bahrain? Ja, da wurde er in in Grund und Bogen Boden gefahren. gefahren. Und immer noch wird gesagt, das ist ein guter Fahrer. Verstehe ich irgendwie nicht. Ja. Nee. Aber gut, nicht umsonst stand er am Pranger schon die Ja. Saison. So Leute, ich Nee. sag mal zwischendurch ja, Werbung, sag ich mal. Wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier machen, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, müsst ihr ja nicht unbedingt zugucken. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass so viele Leute da sind. Damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Ab mit Nee. Abstand neuer Rekord. Ihr könnt hier alles reinhauen an Support, worauf ihr Lust habt. Wir genießen einfach das Saisonfinale hier. Ja. Zum Schluss, auch wenn es jetzt in Sachen Spannung Stand jetzt nicht so der Knaller ist. Richtig. Letztes Wochenende Also, war es ja deutlich ja. anders, ne? Ah, jetzt haben Mercedes gerade Hamilton gefragt, was im Falle eines Safety Cars er für Reifen gerne hätte. Und er hat einfach gesagt, dass beide Reifen in Ordnung gewesen wären. Also gelb oder weiß. Dass das egal ist, Ist ist interessant, ja, ne? eben. Jetzt guck dir die Onboard Oh, an. geil Onboard. Ja. Ja, also es ist einfach nicht, es kann nicht sein, dass wie Hamilton wieder, die Tires fühlen sich so schlecht an. Der fährt eine schnellste Runde nach Ja. der anderen. 1,27,2. Ja. Das war mein Was ist denn los, 27,7. Alter? Das ist unglaublich.
Also Hamilton fliegt, ehrlich. Ja. Fast eine Sekunde, Alter. Das sind eine halbe Sekunde letzte Runde wieder. Ja. Unfassbar. Uff. Leclerc und Bottas, die geben es sich da gerade ordentlich auf der Strecke. Junge, Junge. Wie kann jemand, der im selben Auto sitzt wie Lewis Hamilton, Ja. der Der fährt bei 5 München. Sekunden auf Verstappen hat, Ja. wie kann der Probleme haben, an Leclerc vorbeizukommen? Ich Ja. verstehe es nicht. Der muss eigentlich einmal nur aufs Gas drücken auf der Geraden, dann ist er da vorbei. Das ist für mich auch unerklärlich. Wirklich unerklärlich. So richtig verstehe ich es nicht. Autos auf Hamilton angepasst, das ist ja Quatsch. Das Auto kannst du ja jeweils anpassen mit dem Ja, Setup. genau. Das Einzige, was sein kann, dass teils unterschiedliche Teile verbaut sind. Ja, aber das wollen wir mal nicht unterstellen, dass sie dem Bottas nicht das gleiche Material zur Verfügung stellen. Wer weiß das schon? Junge. Was ist mit dem? Was ist mit dir, Marcel? Ich Ja. meine, keine Ahnung. Ich drücke immer wieder diesen Knopf. Also, du kannst nicht Teil der Community sein, weil Nee, unsere nicht. Community ist halt geil und du Ja. bist halt nicht so Nee, geil. wollte gerade sagen, nee. Eieiei. So, jetzt ist Bottas auch mal vorbei, ne? Er hat's Also geschafft. im TV-Bild auch. Ja. Grüße an Ricardo aus der Rhön. Wird eng für Max. Not gonna lie. Ja, das stimmt. Virtual Safety Car, aber die Abstände bleiben dann gleich. Ja. Virtual Safety Car, was passiert? Vielleicht kann man. Virtual, vielleicht kommt noch das Safety Car. Oh Vielleicht kommt noch Gott. das Safety Car. Oh, Leute, Leute. Ich sehe euch in den Ihr nächsten seht. Jahren bei Sky. Ja, schön wär's. Da sehe ich Ich uns weiß. auch. Da sehe ich uns aber auch, du. 5 Sterne gerne wieder. Vielleicht werden wir eingeladen. Sky, wenn ihr das seht, bitte Ja. ladet uns ein. Ja. Wir bringen auch Kaffee mit. Ja. Virtual Safety Car könnte. Oh! Giovinazzi. Giovinazzi, also. Oh Gott, die Alphas. Hi. Ja, die können einpacken. Ich weiß es nicht, Waldemar, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der faked ganz doll, weil der fährt Safety wirklich Car. Virtual Safety Car bisher. Da steht noch, da steht das Auto. VST. Entschuldigung, meine Hühneraugen sehen an mich. Hallo, Ja, Vorsicht. Entschuldigung, keine Fake News hier. Ja, aber Lewis kann sich das nicht erlauben, nochmal zu stoppen. Also dann kann es sein, dass Max Verstappen durchfährt. Ja. Oh, was machen sie jetzt? Wo stand das Auto? Das Auto stand relativ Oh, scheiße, ne? Verstappen ist, glaube ich, reingefahren. Out? Oh, nee. Verstappen ist reingefahren. Ja. Und Ding ist auch. Perez auch. Du verlierst natürlich auch im Virtual Safety Car deutlich weniger Zeit, wenn du an die Box Ja, gehst. klar, natürlich. Wie Das heißt, beim ist auch die Safety. einzige Chance. Ja, klar. Müssen sie Max machen. Verstappen jetzt vielleicht nochmal auf Rot, aber der Rote hat jetzt nicht sonderlich viel besser funktioniert. Aber vielleicht auf Gelb. Vielleicht, das Ja, ist. neue gelbe, falls noch welche vorhanden sind. Wenn jetzt das Safety Car kommt, dann ist alles perfekt. Ja. Wenn jetzt doch noch das Safety Car kommt, ist alles perfekt. Dann hat Max Verstappen die besseren Reifen. Ich Reifen. vermute, der ist auf Gelb gegangen, ne? Wir Ja, sehen es jetzt ja noch ja. nicht. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie sich frische gelbe geholt haben, falls er die vorhanden hat. Ich denke auch, die Weißen waren jetzt nicht so schnell, die Roten waren auch nicht schnell. Nee, erst nochmal auf Weiß. Nochmal auf. Ach. Wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen noch das Safety Car kommt, Ach, muss man stimmt, sagen. ja. Sehr aufmerksam, sehr aufmerksam. Die hatten den Bremsplatten gestern im Quali mit den gelben. Stimmt. Ja. Ach, dann haben die Deswegen hat er keinen sich gelben mehr. genau, Ja. deswegen hat er sich die frischen weißen geholt. Ja. Genau. Sehr gut. Danke, danke. Ja. Das haben die jetzt gerade bei uns im Ja, genau, TV-Bild das haben auch wir jetzt gerade. gesagt. Jetzt haben wir gerade im. Vielleicht wird es ja auch noch ein Safety Car dadurch, wenn die die Karre da nicht wegkriegen. Das Ja, kann wenn die natürlich. Karre da jetzt nicht wegkriegen. Ja. Das wär's. Nee, ist wieder grün. Ah, schade.
Aber. Genau, falls die Reifen bei Hamilton in die Knie gehen sollten, Verstappen kann jetzt pushen, bis die Schwarte Verstappen muss jetzt pushen kracht. bis zum Abwinken. Die Ja. einzige Chance, wenn überhaupt, jetzt nochmal ein Safety Car Ja. und Verstappen die besseren Reifen. Ja. Weil Verstappen muss jetzt das Fenster so halten können, das wird er machen, wird er Ja. schaffen, das Fenster so halten können, dass Hamilton nicht einfach stoppen kann. Ja. Also jetzt kann Mick Schumacher Verstappen noch mal ein bisschen Windschatten geben, sehe ich gerade auf der Track Map. Das. Also, wenn es jetzt noch ein Safety Car gibt, dann war das ein schwerer taktischer Fehler von Ja, Mercedes. auf jeden Die Fall. hätten locker Hamilton reinholen Aber können. ich sage, falls Hamilton seine Reifen in die Knie gehen sollten, zum Ende des Rennens, Verstappen braucht da jetzt keinen Rücksicht mehr drauf nehmen. Der fährt Genau. 20 Runden frischere Reifen. Verstappen fährt auf jeden Fall jetzt komplett. Ja, oder Perez haut einen raus für Safety Car, Leon. Ja, das. Vielleicht, genau. Perez kann sich unsterblich machen, indem er jetzt aus Versehen in die Mauer fährt. Ja. Gab es da nicht mal so eine Anweisung von Flavio Briatore, dass er in Singapur einen Fahrer geopfert hat? Das, Alonso, ich Gute will jetzt hier nichts Möglichkeit, in den ja. Raum schmeißen. Aber vielleicht geht ja auch aus Versehen das Getriebe kaputt Ja. vom Perez. Und der Aus steht Versehen. ganz ungünstig mitten auf der Mitten Strecke. auf, im Startblock Ich weiß, aber wieder. das machen die. Glaube ich nicht, dass sie das Nee, machen. nee. Das Hamilton wird 100% noch einen Stopp machen müssen. Von da weiß ich nicht, ob ich da bei dir bin. Ah. Verstappen jetzt eine 1:26,3. Ja. Eieiei, stimmt das mit 4 Sekunden? In der letzten Runde, oder sind da wirklich Safety Ja, Cuts 4 Sekunden dran? wegen Virtual Safety Car Ja, noch. ich muss sagen, das ist ja Leute, es kann. 20 Runden jetzt noch. Und dann hat. Oh. Das war clever von Red Bull, den in Virtual Safety Car reinzuholen. Jetzt 16 Sekunden aufzuholen, weiß ich nicht, ob das geht. In 20 Runden? In 20 Runden, wenn es eine Sekunde ist. Und Hamiltons Reifen werden ja auch nicht besser mit der Zeit, ne? Bei Safety Car kann sich natürlich Hamilton neue Reifen holen, aber weißt du, wo der dann landet? Auf Ja. Platz 5 oder so. Ja. Dann Ja. ist doch das Feld zusammengezogen. Dann kommt er ganz weit hinten raus. Wenn Safety Car kommt, dann sieht es schlecht aus. Dann ist Verstappen in greifbarer Nähe mit besseren Reifen und Hamilton kann sich keine neuen Reifen holen. Der Unterschied zwischen Platz 1 und 2 in Punkten sind 7 Punkte. Der Gewinner kriegt 25, der zweite 18 Punkte. Halbe Sekunde, das wird ganz enges Ding vielleicht doch noch am Ende. Ja. Wer. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Spannung drin als noch vor 10 Ja, Runden. genau, wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Spannung drin Ja. wieder. Was ganz entscheidend wird, was machen die Reifen von Hamilton? Ja. Was machen die Reifen von Hamilton? Ich glaube immer noch, dass die doch sehr gelitten haben bei Ja. der Aktion, Ja, wo das. Perez dagegen gehalten hat. Richtig. Und wie gesagt, die haben dann 40 Runden in den Knie, ne? Also ich weiß nicht, wie. Ob die überhaupt so lange halten, die harten Reifen. Ich meine, zwar sind zwar die harten, aber ob das dann. Ja, sind dann schon einige Runden, ne? Ja. Wir sind wollschlau. Ja, danke. Das wissen wir. Das ist jahrelange Berufserfahrung, hätte ich jetzt fast Ja, gesagt. ja, ja. Bit Ja. of risk leaving me out. Ja, Ja. Potential of track position, aber ich glaube, die wären besser dran gewesen damit. Ja. Ah. Ja, Verstappen fliegt gerade über den Track. Das ist schon. Alter, Fixie Hartmann ist halt einfach der älteste Witz im Internet, ne? Ja, Ja. hinten vielleicht in die Box, ja. Also, ich gehe stark davon aus, dass er nochmal reinkommen muss. Weil 40 Runden auf einem Satz Reifen Ist schwierig. ist schwierig, schon schwierig, ja. Und Met ist ja nicht so, dass er die ganze Zeit Piano gefahren ist, nur ne? Piano Also gefahren ist, genau. ich glaube auch, dass jetzt Red Bull ganz gute Karten hat derzeit. Mal schauen. Aber die Reifen müssen noch ein bisschen abbauen. Ja. Oh, Alonso haut auch noch mal richtig was raus. Ei, ei, ei.
Verstappen an der Box gewesen wegen Virtual Safety Car und Ja. einzige Chance, denn Mercedes nicht an der Box gewesen. Das Ja. heißt, Max Verstappen jetzt nochmal frische Reifen die letzten Runden. Ja, 23 Runden frischere Reifen, genau. Fast eine Sekunde schneller letzte Runde. Bitte. Also wir haben 800 Zuschauer. Ich glaube, ich brauche doch Mods, wenn wir so viele sind. Ja. Wenn Hamilton Ja, Reifen flüstert, dann geht ihm die Zeit aus. Das richtig, gebe ich genau. auch, da gebe ich dir recht. Hummeln geht auf jeden Fall nicht. Ja. Das Ding ist nicht jetzt nicht mehr durch, Gis. Das Ding ist jetzt nicht mehr durch. Das wird noch Ja, spannend. Das wird Hamilton jetzt doch beschwert sich noch jetzt spannend. nochmal wieder, aber das ist ja auch nichts Neues wieder über seine Reifen, aber. Gamer Squad, da gebe ich dir vollkommen recht. Das wird echt komplett krank jetzt nochmal zum Schluss. Wir haben eine leichte Verschiebung. Hamilton 32%. Ja. 860 Stimmen, meine lieben der Freunde der Sonne. 850 Die Umfrage können wir bald Zuschauer. bei der deutschen Presseagentur in Auftrag geben, so viele Leute, die daran teilgenommen haben. Ich glaube, Alter Falter. 23 bis 25 Sekunden wird beim Boxenstopp an Zeit verloren, ja, genau. Boah, ich komme nicht mehr im Chat hinterher, ey. Sorry Leute, ich kriege nicht mehr alle Nachrichten gelesen jetzt. Ja, der Chat explodiert gerade. War schon sehr. Ja klar, war spannend. Die ganze Saison war spannend. Auf Ja. jeden Fall, Mike. Auf jeden Fall. It's Super Max Time. Wie sagen Sie bei Hamilton noch immer Hammer Time, ne? Das Ja. könnte jetzt auch. Super Max Ja. Time. Verstappen kann theoretisch noch gewinnen. Verstappen, frischere Reifen, war Ja. einmal mehr drin als Hamilton. Hamilton, sehr alte Reifen, 28 Runden. Ja. Könnte am Struggeln sein. Verstappen hat wirklich noch die Chance, das zu gewinnen. Die Spannung steigt. Ja, ich muss echt aufs Klo. Das ist echt zu viel Kaffee jetzt gerade gewesen. Oh, die Spannung steigt. Aber sowas von doll. Leute, ich hoffe, euch gefällt das alles, was ihr hier seht. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Macht bei der Abstimmung mit. Fühlt euch frei, ein Dings da zu lassen. Mitgliedschaft auf YouTube und so weiter. Twitch Prime auf Twitch. Freue ich mich auch drüber. Haut alles rein. Wir freuen uns über jeden Support. Nächste Saison geht es auf jeden Fall weiter. Das ist so geil mit euch. Wie viel holt Max auf pro Runde? Sieht man das an dem Timetable gerade? Also es sind immer so fast immer eine halbe Sekunde. Ja, zwischen 300 und 500 ist das immer. Ah, jetzt waren es 3 Zehntel. Ja. Ihr könnt das immer sehen, Leute. Ihr könnt das sehen. Guckt euch die Rundenzeiten an. Das sind die Rundenzeiten. Hamilton, Genau. Verstappen. Das sind 3 Zehntel. Nicht krass genug bisher. Nee. Da müssen die Reifen noch ein bisschen abbauen von Hamilton. Das stimmt, aber so wie er sich am Punkt gerade beschwert, bei jeder zweiten Runde ist das nicht auszuschließen. Lukas Hoffmann, Link zu Twitch ist in der Beschreibung. Die Frage ist, wann und ob Hamiltons Reifen abbauen. Das kriegte Richtig. ich. Und wann der reinkommt und überhaupt noch reinkommt. Also falls er reinkommt, ist glaube ich jetzt der Zeitpunkt auch zu spät, dass er mit dem frischen Reifen fester Genau. am aufholen könnte. Ja, aber haben wir jetzt gerade, habe ich eine persönliche Bestzeit jetzt nochmal von Hamilton. Also. Ja. 2 Zehntel. Zum Schluss wird es jetzt richtig geil, ja. Wir sind Ah. gerade in Runde 43 bei uns im Live-Bild. 15 Runden noch. Ja. Es bleibt spannend. Ja, es sieht noch viel aus. 13,8 Sekunden, ne? Sind immer nur 2 Zehntel pro Runde, wird dann am Ende nicht reichen, ne? Ja. Aber mal gespannt, ob der harte Reifen so stark einbricht. Können es auch noch rennen, wo auch drei Reifen ins Ziel gefahren ist. In England war es, glaube ich, Silverstone, wo er mit einem Dreirad ins Ziel gekommen ist. Alter, wo kommen die ganzen Follows her jetzt hier? Danke, Sehr Leute gut, auf sehr Twitch. gut.
Kommt ihr alle her? Du fragst viel zu viel. Ich frage viel zu viele Fragen über Fragen. So, Haben wir 15. einen Raid gekriegt oder so? Keine Ahnung, ich habe es übersehen auf jeden Fall. Hamilton auf der Trackmap durch den Traffic. Nee, der kommt, der hat den Traffic jetzt gerade noch vor sich. Leclerc, Ricciardo, Ocon, Alonso, die stehen noch alle zur Überrundung an. 13,8 Sekunden, jetzt waren es wieder nur 2 Zehntel schneller, Max Verstappen. Also die Reifen von Hamilton müssen doch deutlich einbrechen, aber wir haben es alles schon mal erlebt, wenn die Reifen so sehr einbrechen, dass du dann geradeaus fährst oder so, aber das wird, glaube ich, Nee, nicht der Fall nee. werden. Es ist schon noch ein langer Weg, ja. Muss man sagen, 14 Runden, dann hat er 45 Runden, glaube ich. Ja, Glück, das Glück ist mit den Tüchtigen und wie, oder wie heißt es noch so schön? Hamilton hat sich das schon. Ja. Ja. Glück, über Glück brauchen wir jetzt nicht reden. Nee, das ist schon. Alter, was ist los, Junge? Ich frage zu viel, aber wo kommt Genau, denn der her? Stefan, mach nochmal einmal den Chat auf, bitte. Stefan hat es nämlich gerade auch noch auf den Punkt gebracht. Da, wenn Hamilton jetzt an die Box fährt, hat er, glaube ich, nicht mehr genug Zeit, um die verlorene Ja. Zeit an der Box aufzuholen. Das ist jetzt. Ja. Wenn die jetzt. Also, der wird komplett aufs Ganze gehen, hätte ich jetzt was gesagt. Bis ihm die Reifen hoffentlich um die Ohren fliegen. Werden wir mal sehen, ob die Reifen um die Ohren fliegen. Ja. Trackmap leider Stillstand. Ah ne, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Genau, Uwe S. sagte, da hatten wir in Silverstone, wo ihm die Reifen geplatzt sind in der letzten Runde. Das ist alles noch möglich und nicht ausgeschlossen. Elf neue Follower auf Twitch, danke euch. Daumen drücken für Max, ja. Ja. Aber es wird so nicht mehr reichen. Ja. Ah, unsere Timemap steht schon wieder. Was hat er denn? Muss ich da drauf bleiben oder was? Ja, nee, eigentlich nicht. Doch, musst du, steht schon wieder. Steht immer, wenn ich rausgehe, ne? Wenn Ja. ich raustappe sozusagen. Ah, ich muss zwischendurch muss ich noch ein bisschen raustappen, um hier Überblick ein bisschen Ja. zu behalten. Konnte ja keiner ahnen, dass das hier heute so explodiert. Konnte ja keiner ahnen, dass auf einmal 940 die 1000 Zuschauer schaffen wir noch, Leute. Ja, Haut raus, teilt doch mal, Saisonfinale jetzt, auf ja. geht's. 1000 Zuschauer knacken wir. Gleich die Mit letzten. Twitch zusammen haben wir sie fast. Ja. Gleich die letzten 10 Runden. Lewis setzt sich ein Denkmal, Leute. Ja, der kann sich eine Statue ins Zimmer stellen. Ja. Dann von sich Und selber. sich von der Queen nochmal zum Ritter schlagen lassen. Ja. Oh Gott, was ist jetzt hier mit dem Live-Timing? Er blinkt und macht. Ich denke zu 70%, dass Hamilton noch wechseln muss. Kannst du mir nicht vorstellen. Also wie gesagt, der ist eben nochmal zwischendurch eine Sektorbestzeit gefahren. Ja. Ich glaube, dass der das jetzt nach Hause verwalten kann. Oh, wie, was wird das denn? So ein Reifenplatzer, der die WM entscheidet. Danke, Pirelli. Ja gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob das vorgesehen war, hier 50 Runden mit dem harten Reifen zu Weiß ja nicht, fahren. aber anfangs die Grafik von Pirelli hat es ja gezeigt, dass man mit einem Einstopp fahren kann. Aber ah, müssen wir mal gucken. Grüß dich, Markus. Das waren in den letzten Rundenzeiten. Da war Zwei Hamilton da Zehntel. 2 Zehntel, ja. Ah, Trackmap steht jetzt. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, die gute alte Technik. Ist halt das Saisonfinale. Da guckt halt. Ja, Talente können uns auf jeden Ja, Fall anerkennen, gebe ich dir da recht, Doku. sehe ich genauso Doku auf jeden Fall.
Irgendwer müsste Hamilton crashen. Ne? Ja. Die Asphalttemperatur gerade, Gott, oh Gott. Keine Ahnung, Das, haben wir keine da Daten haben wir drüber. leider Da müssen keine. wir leider Leo Lackner Da fragen. können wir gleich mal die Lange anrufen. Ja. Hamilton wird auch mit einer Pferdekutsche Weltmeister. Nee. Ja, oh komm, kannst Ja, du ja nicht gut. sagen. Also der hat ja. Ja. Der fährt vielleicht manchmal gegen Pferdekutschen. Ach Ja. übrigens, Vote Driver of the Day, Kimi Räikkönen, 36%. 36%, ja, sehr Das schön. haben wir uns gedacht, so wollten wir das. Ja. Hat es Sehr aber auch gut. verdient. Perez, 25% Driver of the Day. Super, Gis Shady, moin. Gibt es das überhaupt, dass ein Fahrer schon mal Fahrer of the Day geworden ist, obwohl er ausgefallen ist? Wüsste ich Ja, nicht. wüsste ich jetzt überhaupt nicht. Abu Dhabi ist ein normales Einstockrennen. Ja, Ja, ist es auch. ist es glaube ich auch. Vor allen Dingen, die haben ja viele Kurven rausgenommen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Das Layout haben sie ja geändert. Das ist jetzt keine reitenmördernde Strecke. Also. Ja, Verstappen eine Sekunde jetzt aufgeholt, ja. Ja. Kriegt Hamilton noch mal mit die Nerven? Wer weiß, wer weiß. Nerven glaube ich nicht. 12 Sekunden. Vielleicht seine Reifen, die. Max, Super Max. Ja. Da kommen die Schreie. Ja. Oh, die niederländischen Fans, die gehen ein. Die Ja. hoffen jetzt auch noch mal irgendwie auf ein Wunder. Hamiltons Das auch. solls Auto hochgehen. Hamilton solls Auch, Auto ja. hochgehen. Ja, bin ich dabei, aber ohne Hamilton am besten. Also das Ja. Auto darf ruhig hochgehen. Ja. Hamilton natürlich nicht, aber ich weiß nicht. Also wenn Hamilton jetzt noch irgendwas passiert, dann haben wir ein Ja. letztes Rennen. Dann mache ich mir eine Hose, glaube ich. Ja. Dann kommt der Kaffee aber. Ja. Alter, ihr seid so krank. So viele Zuschauer. Ich komme mit dem Chat. Ich kann nicht mehr alles lesen. Es geht einfach Nee, nicht. du hast das sowieso nicht so Zeigt mitbekommen. das Live-Rennen, ihr Idioten. Ja, Ja. auf jeden Fall wieder qualifizierte Leute auch dabei. Ja. Ja, die gehen dann auch immer unter bei den ganzen Ja, wir müssen auch mal Kommentaren, die qualifizierten Kommentare vorheben. ne? Natürlich dürfen wir das Live-Rennen nicht zeigen. Das ist Nein. doch ganz klar. Ja. Ich meine, ich hätte natürlich die 8 Millionen oder was, Milliarden, keine Ahnung, was die F1-Lizenz kostet zum Übertragen, hätte ich links liegen. Ja, Kein wollte ich gerade Ding. sagen, ja, sparen wir einfach für die nächste Saison und Ja, 2022 dann bei genau. uns Dann auf dem offiziell. YouTube-Kanal hier Formel 1 zu Nee. sehen auch. Ja. Danke, Pfadfinder. Ja. Map hängt, ja, ich weiß Ja, nicht. das wird wahrscheinlich eine Überlastung sein, weil gerade. Map ist off. Ja. Aber Dings hängt auch, ne? Was denn? No active session. Alles hängt. Wir machen mal aktualisieren. Ja. Ich glaube, die Seite ist gecrashed, Ich wollte gerade Leute. sagen, es kann gut sein, dass die Seite gerade hochgegangen ist, weil. Ist tot. Ja, die Seite ist gerade komplett abgeschmiert. F1 Live-Daten sind down, also kann man nicht mehr kriegen. Dann müsst ihr euch jetzt auch das Bild verlassen, was wir hier euch versuchen wiederzugeben. Eieiei. Vielleicht Leider kommt er nochmal wieder, aber. Bild kaputt. Wir haben jetzt Lando Norris an der Box irgendwie einen schleichenden Plattfuß. Oh, Ja. scheiße, ey. Lando Norris dadurch auf 10. Jetzt kriegt Hamilton gerade die Anweisung, dass er nicht mehr über die Curbs fahren soll, um seine Reifen zu schonen. Aber man sieht kein. Ja, das Live-Bild, die Seite Trackmap ist gerade komplett down. Trackmap ist komplett down. Also auch der Chatter hat gesagt, die nehmen ihre Daten ja auch irgendwo her. Ja. Alles down leider. Wir haben gerade die Runde 50. Wir haben jetzt noch 8 Runden. Genau, 8 Runden noch zu Ich fahren. versuche immer wieder zu aktualisieren, aber gibt.
Gibt nichts. Hamilton-Funkspruch? Ja. Die Also Christian Horner sagt auch, wir brauchen jetzt die letzte 10 Runden noch irgendwie ein Wunder, Ja. damit das klappt. Hamilton wird das Ding nach Hause fahren, während wir hier jetzt Esteban Ocon gegen Lando Norris sehen. Lando Norris mit einem super Exit und dann DRS da wieder vorbeigehen. Ja. Aber Christian Horner sagt auch gerade, wenn die Reifen bei Hamilton jetzt nicht einbrechen, wird es wahrscheinlich ziemlich schwierig für Red Bull da vorbeizukommen, auch für Max Verstappen. Kamera aufs TV halten, da könnt ihr aber sicher sein, dass es jemand auffällt. Aber schon die Gedanken sind Aber gute nochmal. Ja, Idee. gute Idee, genau. Sehr gute Idee. Also, falls ihr euch dazu entscheidet, alle nochmal wiedergekommen zu kommen nächstes Jahr, brauche ich unbedingt Mods, die mir hier ein bisschen helfen. Also Christian Hörner hört sich jetzt gerade ein bisschen kapitulativ an, oder wie Ja, soll man der das ist jetzt, sagen? ja, als hätte er in die Flinte ins Korn geworfen, wirklich. Wir verraten, ja, das ist sehr nett gemeint, aber es gibt trotzdem Ärger. Wird leider nicht funktionieren. Nee. Also Stand der Dinge auf jeden Fall, wir haben jetzt noch 7 Runden zu fahren. Hamilton führt immer noch mit über 10 Sekunden Vorsprung. Das wird Verstappen nicht schaffen können. Nee. Hamilton fährt ganz sicher nicht mehr in die Box. Nee, also Also das. er fährt auf Felgen ins Ziel. Ja. Stellt Oder einen Hoffnung. Spiegel hinter. Ja. Genau, die F1-App funktioniert nicht genau. Nämlich die ganzen Daten von F1 werden jetzt gerade nicht mehr übertragen. Warum auch immer. Nee, Hamilton war schon an der Box. Er hat in der Runde 14 und 15 auf die Weißen gewechselt. Und er hat jetzt gerade fast 40 Runden auf dem Buckel, 35 Runden. Und sieht jetzt ganz gut aus. Der kann jetzt eigentlich runtergehen vom Gas. Ja, es sieht alles danach aus, als wenn Hamilton das jetzt machen würde. Ja. Einfach das bessere Auto in diesem Rennen auch. Seit Brasilien quasi, seitdem die neuen Motoren eingesetzt haben. Beste Fahrer des Rennens, wahrscheinlich Sergio Perez. Ja. Mehr ist einfach nicht gegangen. Natürlich Hamilton und Verstappen beide am Limit gefahren. Da kannst du ganz sicher von ausgehen. Aber es reicht einfach nicht im letzten Rennen für Red Bull. Also natürlich, die Saison war so lang. Aber weißt du, was gut ist, Sascha? Nächstes Jahr ist Safety ein. Car, hier wird gerade Safety Car in Chat geschrieben. Was? Wie bitte? Hier wird gerade in einem anderen Chat vom Lifetiming Safety Car. Ey, Wenn jetzt wenn Safety Car das. kommt. Boah, ey, das. Dann macht meine Pumpe nicht mehr mit. Safety Car, Leute. Fünf Das Runden kann nicht Vorsprung. sein. Ihr könnt doch jetzt nicht 5 Runden vor Schluss. Ich muss auf Klo, Alter. Safety Car, Leute. Safety Car. Das gibt's doch gar nicht. Safety Car. Das kann nicht sein. Nein. Aber bei 5 Runden fahren die wahrscheinlich sehr Safety safetycar Car. ins Ziel. Also. Oh Gott, oh Wenn, Gott. aber es besteht die Option von einer Red Flag, wie im letzten Rennen Ja, gut, das auch. stimmt, das Ich stimmt. weiß ja jetzt noch nicht, was passiert ist. Ey. Ah, ey. Wir Ich müssen uns, weiß da noch müssen wir uns nicht, was nächstes Jahr echt was passiert einfallen ist. lassen. Das geht ja gar nicht, ey. Unglaublich, genau. Oh, das gibt eine Oh, Red Flag, da ist Leute. Latifi aber richtig abgeschmiert. Das wird kein Ui. Safety Car bleiben. Das wird eine Red Flag, Ja, Leute. eieiei. Boah. Nee, das sieht nur so aus. Entschuldigung. Wird das eine Red Flag, Leute? Wird das eine Red Flag? Latifi ist rausgeflogen. Der ist kurz unter dem Hotel durch und Oh dann abgeschmiert. Scheiße, nee. Das fahren die ja jetzt wohl nicht hinterm Safety Car zu Ende. Nee. Das kannst du hinterm Safety Car nicht. Restart wurde gesagt? Das wäre natürlich.
Bei Red Flag passiert Folgendes: Es werden natürlich keine weiteren Runden gefahren. Es gibt einen Restart. Aber doch nicht jetzt reinfahren. Ach so, ja gut, dann. Oh, Hamilton hat gerade den ganzen Funk überpiept bekommen. Ich weiß nicht, was der da gesagt hat. Alter, Leute, ich halte das nicht aus. Ich muss aufs Klo gehen, ey. Ja, geh doch. Was ist das für ein Finale, Leute? Jetzt sag mal, komm. Haut mal alle irgendwas in Chat. Haut Emotes in Chat. Haut rein, was ihr von dem Rennen haltet. Was ist das für ein Finale? Komm jetzt hier Hype in Chat, Alter. Du da sagen, die was geht denn überhaupt hier ab? Also Latifi ist abgeflogen und steht mitten auf der Strecke. Jetzt ist gerade das Safety Car unterwegs und Hamilton war nicht an der Box, aber Verstappen hat sich nochmal rote Reifen geholt. Ich muss auf Klo, Alter. Und, ich mach mir sonst so ins Hemd. Jetzt sind es noch 4 Runden. Aber wir haben im TV-Bild immer noch keinen Red Flag, aber ihr sagt Red Flag, ja, ne? Also bei uns im TV-Bild ist es noch unter Safety Car Bedingungen. Aber Chat... Der andere Chat schreibt auch, wo ich hier im Live-Timer bin, schreibt auch Red Flag. Wir sind in der Runde 54 von 58. Und, ja, Flüssigkeit, die ausgelaufen ist, Alter. Da fährst du doch jetzt nicht hinterm Safety Car zu Ende. Und? Naja, nee, doch nicht. Oh, wo stand es denn im Red Flag? Ich habe nichts gelesen. Smugscare. Lewis Hamilton hat das Rennen sowas von nicht im Sack, wenn es jetzt eine Red Flag gibt und einen Restart. Ja. Race over wird jetzt geschrieben. Oh. Safety Car till end. Race over. End wird geschrieben da. Oh, ich weiß es nicht, was los ist jetzt. Ja. Ja. Nee. Ich glaube auch jetzt nicht mehr. Ich glaube, es wird hinter Safety Car zu Ende gefahren. Gut eingeschlagen da. Ja. Scheiße. Oh, dieser Chat, Alter. Dieser andere Chat hat hier geschrieben die ganze Zeit Red Flag. Ja, ich denke, Red Flag. Too late, the safety flag. Die. Laut Google ist grün. Wir wissen nicht, was los ist. Ja. Aber Hamilton, safety car all the way. Also grün wird sicher nicht sein. Die werden das Auto nicht geborgen haben. Ja, rote Flagge wäre jetzt natürlich schon schön, aber jetzt gehen gerade die Runden flöten. Das kriegen die nicht mehr, die werden unter Safety Car wahrscheinlich ins Ziel fahren. Leider. Scheiße. Weil die müssen sich jetzt alle noch sortieren, dann müssen die überrundet noch am Safety Car vorbei. Das schaffen die in 3 Runden, glaube ich, alles gar nicht mehr. Ah, Regenbogenflagge jetzt, ja genau. Regenbogenflagge. Jetzt die Regenbogenflagge schwenken, das wäre echt krass. Ich weiß es nicht genau, was los ist. Also es ist jetzt... Oh, wir haben wieder Live-Timing. Wir haben Live-Timing. Wir haben auf jeden Fall im Live-Timing aktuell Safety-Car noch auch. Dann werden die wahrscheinlich zu Ende fahren. Die werden unter Safety-Car ins Ziel fahren. Ziemlich langweilig. Oh, naja, Hamilton hat wieder unverdientes Glück. Ich glaube, du kannst es besser andersrum drehen. Also wenn Hamilton das jetzt nicht nach Hause gefahren wäre, dann hätte Verstappen auf jeden Fall das Glück gehabt. Ja. Aber Red Bull hat so alles richtig gemacht, schnell reagiert, auf Rot gewechselt. Aber jetzt mal die alles entscheidende Frage. Warum war zweimal Red Flag im letzten Rennen? Ja, ob es jetzt an den Stadtfuß gelegen hat und das ist zu unübersichtlich. Ich habe keine Ahnung. Und warum ist jetzt keine Red Flag? Ja. Weil, ich meine, das wär nur eine Linie, wenn die jetzt eine Red Flag geben würden. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das Rennen nochmal aufkommt. Obwohl, die Wagen haben sie, jetzt fahren sie jetzt gerade von der Strecke. Und sehr viel Bindemittel. Also wir haben immer noch 3 Runden zu fahren. Ja. Oh ja. Ihr habt völlig recht. Wenn Red Flag wäre, dürfte Hamilton auch reifen. Ja, ja, genau. Stimmt. Dann wäre für Verstappen tatsächlich ein Restart hinterm Safety Car die beste Variante. Ja, aber ich glaube. Sorry, nicht, ihr habt völlig recht. Aber dass die in 3 Runden das alles da aufgeräumt kriegen. Stelle ich jetzt mal eine Frage. Da ist so viel Bindemittel, das müssen die alles noch wegfliegen. Das müssen noch weg, genau. 985 Zuschauer, ihr seid so krank, Junge. Ja, das wird schwierig. Boah. Aber 3...
Für Perez? Ja. Paris. Der hat das Auto kaputt. Tausend. Paris hat das Auto kaputt? Ja, die bocken den auch. Interessant. Also ich sehe gerade 1100 Zuschauer. Echt krass. What the fuck, Alter? Tausend, Leute. über 1000 Zuschauer? Leute. Tat 1205 105. Zuschauer. Ihr seid so heftig, Junge. Junge, Junge, Junge. Alter, was geht ab? Ihr seid so geil. Ja. 1219 Zuschauer stehen hier bei mir. Auch wenn beim Saisonauftakt in Australien morgens um 5 auch so viele Leute Ja, morgens zuhören. um 5 Australien will ich genauso viele Leute. Ja. Lapped cars will not be allowed to overtake, haben wir jetzt. Lapped cars will Ja. not. Das heißt, die wollen das Rennen nochmal starten, Ja, aber Arnold. jetzt, ja, jetzt hat Verstappen aber die ganzen Ungerundeten dazwischen. Ist da jemand zwischen? Ja, klar. Ich habe einen McLaren gesehen gerade, dann war da noch, Scheiße. ja, das, weil sonst wird normalerweise die Rennorder wieder so hingestellt, dass sie das Safety Car überholen dürfen, aber das haben die ja jetzt ja. Das ist, Also wenn gleich noch eine Runde gefahren wird, das dann... schafft er nicht, wie will er das in einer Runde packen? Siehst du, da ist alleine der McLaren, Naja. dann kommt noch ein Alt. Oh, nee, das schafft er nicht. Da sind vier Lapcars zwischen. Ja. Ja. Wollte sagen, Verstappen nimmt es jetzt auch zum ersten Mal sportlich, dass er so ein paar Lapcars zwischen sich und Hamilton hat. Sportlich, da war auch eine Menge Hohn dabei, Ja, glaube ich. natürlich. Also Ja, auf eine jeden Menge Fall. Sarkasmus. Ich meine, ich verstehe jetzt nicht, ist natürlich jetzt, oh Gott, da sind ja Der sind, fünf, oh sieben Gott. Autos Ja, der Aston dazwischen. Martin ist auch noch dazwischen. Das ist Ei. natürlich irgendwie interessant, dass jetzt die, also warum Ja. werden jetzt die Lab Cars da nicht vorbeigelassen, wenn Ja, noch genug Zeit verstehe ich auch wäre? nicht, keine Ahnung. Und, Das ist doch scheiße. Die hätten doch jetzt in einer Runde hätten die doch da vorbeifahren können. ja. Aber das wird nicht gemacht. Das ist natürlich, hast du keine Chance. Nee. Also so. Wird Verstappen keine Chance haben. Es sei denn, die machen jetzt fahren ja ganz alle, aber die haben ja selber auch noch einen Rennen zu fahren. Also das Ja. wird nicht passieren. Jetzt können wir mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, Das ist natürlich fünf. jetzt ein bisschen Fünf komisch. Autos zwischen. Ja. Es Ja. ist natürlich jetzt wirklich die Frage. Jetzt fahren Ja. die Lapped Cars, wird gerade im Chat gesagt. Ja. Jetzt fahren die Lapped Cars. Du kannst natürlich nicht die. Du kannst doch nicht einfach sagen, die Lapped Cars bleiben jetzt da. Wir haben noch eine Runde zu fahren. Nee, aber. Und sonst können die immer vorbeifahren. Ja. Also das kann doch nicht sein. Also, sind jetzt gerade in Runde 57 von Wir haben 58. grün. Verstappen ist dran, 0,7 Sekunden, 0,5 Sekunden. Wir haben da noch grün auf zwei Runden auf der Uhr. Da ist wieder Action. 0,4 Sekunden. So, ah, jetzt fahren die. Ah, okay, siehst du? Ah, die werden jetzt doch Jetzt werden sie vorbeigewunken. vorbeigewunken. Alter, das wird so viel So, Diskussion geben ja, nach dem und, Rennen. oh. Safety Car in the Slab. Verstappen ist vorbei da hinten. Alter, Leute, was ist jetzt? Verstappen ist vorbei an Lewis Wie Hamilton. geil ist das denn? Leute! Alter, was meint was? Oh Gott, ist das krass. Alter, Hamilton jetzt aber wieder 0,2 Sekunden hinten dran. 0,3 Oh. Sekunden. Beide fahren nebeneinander daher und geben Alter! sich da was. Die Morgen, Leute! 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 Das wird das unfassbarste Finale, das ich je erlebt habe. Alter! Max Verstappen Alter! ist immer noch vorne. Wir Der haben ist immer noch vorne! nur noch eine Runde zu fahren. Das Lifetiming ist deutlich eher. Wir sehen Ja. jetzt die. Wir Wir sehen sehen jetzt jetzt gerade den die. Restart. Wir sehen jetzt den Aber Restart wir hier. starten jetzt immer noch vorne im Live-Ticker. Alter Verstappen Schwede. immer noch vorne. Boah. Alter, mein Herz, das kann nicht sein, Alter. Ich mach mir in die Hose, Alter. Darfst du Ich noch hatte. Klo? Ich. Nee, ich kann nicht aufs Klo. Scheiße. Alter, ich Alter! mach mir ins Hemd, Alter. Das Ist muss das es krass. gewesen sein.
Gott, sauberes Ding, da gibt's nichts zu diskutieren. Nee, geil, der zieht den Mittel. Das war jetzt wirklich vorbei. Das muss es gewesen sein, das muss reichen einfach. Junge, jetzt fährt er zickzack. Der bleibt da links, der bleibt in. Lewis Hamilton, keine Chance. Keine Chance, sehr gut. Oh. Sehr gut gecovert, das Rennen muss eigentlich vorbei sein, das Live-Timing hängt wieder wie Sau. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank den Live-Feed, der dabei ist. Alter Schwede! Und? Hamilton außen? Ja! Vorne! Dann bleibt er mal noch vorne! Das muss doch gewesen sein! Race-Finish! Geil! Das ist doch gewesen, oder? Das muss durch sein! Das gibt's doch gar nicht! Alter. Max hat das Ding! Ich glaub das erst, wenn ich das im Bild sehe, Alter! Alter Schwede! Alter! Ich glaube es erst, wenn ich es im Bild sehe! Alter! Mann. Sauber! Das kann nicht wahr sein! Unfassbar! Unfassbares Rennen! Das kann nicht wahr sein! Junge. Das gibt's nicht! Sauber! Unglaublich! Alter! Unfassbar, Alter! Unglaublich! Ey, Leute! Und Toto Wolff ist da noch die Rolle in der Arme. Junge! Alter! Oh mein Lord! Das gibt's nicht! Alter, das war. Ey! Ich kann nicht mehr. Jonas, was ist da passiert? Unglaublich! Alter, was ist passiert? Unglaublich! Mein Knie zittert gerade wie das von Christian. Alter, ich kann mehr. Ich piss mir in die Hose, ey! Echt? Ja, Toto hat sich auch schon beschwert, dass Michael Masi das Rennen so freigegeben hat, dass die Überrundeten da vorbei durften. Das haben wir schon. Ist alles gerade durch den Chat gegangen bei denen. Nee, komm, da war aber. Also da war nichts unfaires Racing, da war nichts dabei. Oh. Da war nichts dabei. Und wenn die Lapcars immer vorbeigelassen werden, weil das Prozedere ist, so. Dann wird das halt gemacht. Ja. Das war Racing jetzt zum Schluss. Ist das geil, ey. Das war Racing zum Schluss und Red Bull. Ist das Risiko gegangen, dass es vielleicht noch ein Safety Car geben wird? Ja. Und sie haben es geschafft, Alter. Sie haben es geschafft und ihr könnt jetzt alle. Ja. Ronja, danke an Latifi, der das Auto in die Wand gesetzt hat. Ja, Grüße raus an Latifi auf jeden Fall. Genau. Ich schwöre, der kann am schlechtesten schlafen heute. Da gehe ich hier. Ja. Das ist sicher. Ja, sorry, ich habe sich gerade die Emotionen ein bisschen hochgeschaut. Alter. Alter, Max ist völlig fertig am Punkt. Das ist, glaube ich, eines der besten überhaupt. Ich kann mich nicht erinnern, dass es vielleicht so Hamilton macht oder noch 2008 oder in der letzten Runde. In der allerletzten Runde, das ist schon. Dann wird das Ding. Das ist unfassbar. Unglaublich. Jos Verstappen kriegt, glaube ich, einen Herzinfarkt, der ist ganz blass. Wollte ich gerade sagen, der kippt da gleich um, so wie der aussieht. Junge. Der kann nicht mehr laufen, ey. Guck das mal an. Nee. Also. Ich muss auf Klo jetzt. Ich muss aufs Klo. Horst Jonas, regel das hier mit dem Chat. Ich habe keine Stellung. Ich habe ein paar Kommentare. Ja. Also so ein krasses Finale kann ich mich nicht daran erinnern, dass das mal so weit gekommen ist. Also. 2010 mit Vettel war schon heftig, 2008 mit Massa und Hamilton auch schon krank gewesen, 2007 Räikkönen, aber das ist heute in der letzten Runde schon Wahnsinn. Ja. Gab ein Safety Car, 5 Runden vor Schluss, dann haben die das Auto geborgen und zwischen Hamilton und Verstappen waren 5 überrundete Autos, die dann eine Runde vorher vorbeigelassen worden sind. Und das hatte Toto Wolff natürlich überhaupt nicht geschmeckt, weil der die Puffer haben wollte dazwischen. Und Verstappen wüsste ich jetzt nicht, dass er eine Strafe bekommen hat, ehrlich gesagt. Ja, perfekt. Also wie gesagt, das Safety Car hat Red Bull natürlich ordentlich in die Karten gespielt, definitiv. Aber dass das so in der vorletzten Kurve entschieden wird, das ist Wahnsinn gewesen. Hätte mir das heute Vormittag noch einer so erzählt, den hätte ich für bekloppt gehalten. Wirklich. Unglaublich. Ja, über die ganze Saison gesehen würde ich auch sagen, dass Verstappen das ein bisschen mehr verdient hat, weil
Hamilton zwischendurch auch schon ein riesen Formtief hatte. Ich weiß nicht, was die dem in Brasilien ins Auto gebaut haben, aber das war schon ein Wahnsinn. Ich habe mich auch fast übergeben jetzt gerade vor Augenblick. Alter, das kann nicht sein. Und war noch irgendwas? Aber da Nee. ist nichts mit Strafe oder so, ne? Nee, ich habe auch gerade noch was von Strafe gelesen, aber ich wusste nicht, dass er jetzt eine. Nee. Ja, Mercedes macht, also es ist ganz klar, umgekehrt wäre es genauso. Mercedes macht jetzt alles, dass es Ja. noch irgendwie eine Strafe gibt oder irgendwas, ne? Hamilton will auch gar nichts aus Auto raus. Nee, das würde ich Nee, ja ich seiner bin Stelle gespannt, auch was die nicht. beiden jetzt machen. Ja. Also das war unfassbar. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Glück oder irgendwas. Red Bull hat alles darauf gesetzt und das war die einzige Chance. Red Bull hat taktisch alles darauf gesetzt, dass es noch ein Safety Car Ja, gibt. klar. Das war die einzige Die Chance. sind ja auch in der Virtual Safety Car Phase in die Box gegangen. Die sind direkt als Safety Car rausgegangen. Die haben Hamilton immer Ja, wieder vorbeigewunken wegen genau. der Track Position. Also da muss Genau. man Mercedes ja auch mal Mercedes hätte die Track Position aufgeben können können. von Hamilton Ja. und neue Reifen holen können. Dann Richtig. wäre der Restart anders Ja, ausgegangen. ja. Sie haben es aber nicht gemacht. Nee, haben sie, die haben ihn, als Safety Car rausgekommen ist, so an die Box vor. Die hatten die gelben Reifen da liegen, haben sie im Live-Bild gezeigt. Aber Red Bull ist das Risiko eingegangen, ja. was sie mussten. Sie hatten ja auch in dem Sinne nichts Nichts zu zu ver. Nee, verlieren, eben, nur genau. was zu gewinnen. Sie haben es Ja. perfekt gemacht. Ja. Red Bull hat es taktisch. Genau, LM, scheiße, was ein Rennen, das kann man genau. Scheiß, was andere, ja. Ja. Red Bull hat es taktisch perfekt gemacht. Besser hättest du es nicht machen können. Nee. Deswegen, Verstappen auf jeden Fall auch verdient Ja. Weltmeister. Und Hamilton Weil, sitzt immer noch im Auto, der will ja, wirklich nicht weil aufsteigen. taktisch auf jeden Fall. Ja, genau. Felix er so eine Rauchpulse so Ja, vorne. ohne Scheiß, ich brauche auch so eine Kippe danach jetzt, Ja, ne? ja, ja. Oder so eine Baldrian-Tee oder irgendwie sowas Ach, noch. Kani, komm mal her. Kani, komm mal her. Alles ist gut. Wir schreien hier rum. Mein Hund, der ist ganz Ja. verwirrt. Nee. Entschuldigung. Jost Verstappen, guck mal, der ist ganz schön blass. Ja, Der kann es nicht der kann es fassen. nicht richtig glauben. Ich glaube, die Holländer drehen da gar völlig frei in Abu Dhabi. Ja, hast du einen Schnaps da? Den bräuchte ich dich jetzt auch. Ich hoffe, wir können Bacardi trinken. Ja, das ist unglaublich. Unglaublich, Alter. Ich Hey. bin, das ist nie, das ist unfassbar, ey. Ja, wollen wir hoffen, dass die nächste Saison auch so spannend wird, oder? Unglaublich. Ja. Bruder, mein Herz pochelt. Respekt an Max. Meins auch. Ich bin, also es ist unglaublich. Nichts ist asozial. Ich rauche auch gerade, ja. Ich glaube, ich muss auch erstmal. Ja. Unglaublich. Ist Hamilton mittlerweile aus dem Auto raus? Weiß man das? Nee, ich glaube, Hamilton, der bleibt sitzen. Ja. Ja, was machst du da auch? Jetzt ist er aus dem Auto raus. Ja, kannst du ruhig gegen dein Auto treten. Das kann da am wenigsten für. Nee. Das hat dein Team verkackt. Dein Rennen, Hamilton nicht, der ist super gefahren, Ich glaube, aber. Hamilton hätte doch locker, der hätte reinfahren müssen. Locker. Während des Virtual Safety Cars hätten die Hamilton reinholen müssen. Ja. Dann hätte er es gewonnen. Mittlerweile hat sich auch Akani hier zugeschlichen. Feini, Ja. Was sagst du, Verstappen, ne? Ist gut, ne? Unglaublich. Unglaublich, Alter. Ja, das Rennen war einsame Spitze. Das war ein richtig geiles Saisonfinale. Junge, das war wirklich. Hatten wir das schon mal? Das hatten wir noch nie, ne? Ich habe es gerade schon gesagt, als du auf Toilette gewesen bist. 2008 ist Timo Glock überholt worden in der letzten Sekunde. Da hat Hamilton sich noch einen Punkt gegriffen und ist dadurch Weltmeister geworden. Aber jetzt Da stand die Familie das. von Massa in der Box und hat schon gefeiert und dann merken die so im dritten Sektor, dass Hamilton überholt hat. Also Aber dass es das war jetzt auch schon krass. direkt quasi um Platz 1 geht in der letzten Runde. Ja, manipulieren. Das stinkt nach manipuliert. Nee. Weiß ich Das war nicht. das ganz normale. Das stinkt nach manipuliert. Ja, da muss man mal Latifi fragen, ob der. Ja, genau das. Da weiß ich nicht. Nach dem Crash kam das Safety Car, haben die das Auto geborgen und die überrundeten Autos zwischen Hamilton und Verstappen vorbeigelassen. Und Verstappen hatte natürlich die roten Reifen, weil er in der Box gewesen ist und war da natürlich dadurch im Vorteil. Was das übliche Prozedere ist Richtig, eigentlich. Und genau. dann hat die Rennleitung erst Ja. rausgegeben, dass die das nicht machen, obwohl eigentlich genug Zeit war. Richtig. Und dann haben sie rausgegeben, dass sie es doch machen. Ja. Also die Meldung, warum sie es nicht machen, kann ich halt nicht verstehen. Wieso? Das wird immer so gemacht. Ja, weil Dimitri sagt schon, also taktisch musste
einiges aufgearbeitet werden. Da hat Mercedes wirklich verschissen, Entschuldigung, lassen, wenn man das jetzt. Taktisch in jedem Fall. Ja, taktisch auf jeden Fall. Das Ich Auto war bin auf jeden mir, Fall besser. also da sind wir uns doch einig, ne? Wenn Mercedes während des Virtual Safety Cars Hamilton reingeholt hätte, die Ja. Track Position aufgegeben hätte, dann hätte kommen können, was will im Rennen, auch Safety Car, irgendwas, dann hätte Hamilton das noch gewonnen. Aber Bessere Reifen. beim Virtual Safety Car oder beim richtigen Safety Car zum Schluss, die hätten ihn beiden reinholen müssen. Und die haben es beides mal verkackt. Also, Entschuldigung. Und Hamilton hatte auch, als er an der Box vorbeigefahren ist, wo die mit dem gelben Reifen standen, hat er einen Funkspruch abgelassen, der komplett gepiept worden ist. Also der hat in einer Tour wohl geflucht, das konnten die im Livestream nicht Ja, senden. ja, ja. Also das ging 20 Sekunden Ja. lang. Ja, genau. Das ist nämlich die Frage. Warum hat Michael Masi erst gesagt, die bleiben da? Ja, Das ist genau. ein Ja, bisschen, das ist das ist auch ein bisschen, das genau. riecht für mich ein bisschen nach, Ja. Aber ne? das Regelwerk sagt es doch einfach ganz klar, dass die überrundeten Genau. Autos. Na, ein bisschen Na, fair, ein bisschen komm. fair bleiben. Tja, da fällt Ja. einem nichts ein. Nee. Echt ultra emotional, Ja. ey. Das muss man wirklich, also, die haben die ganze Zeit, ne, wo wir schon die Hoffnung verloren Ja. hatten, im Prinzip, Einfach immer haben weiter. die einfach immer weiter und ja, Wie Respekt Olli an. Kahn eins sagte, weiter, immer weiter. Ja. Das war wie sich so immer Bullshit an. Respekt an Chat, ey. Ja. Nee, da war nichts gekauft. Das war Nee. perfektes Rennen. Ja. Das war wirklich ein Wunder, ja. War Glück dabei, aber wie gesagt, Red Bull hat taktisch alles auf dieses Glück ausgelegt. Und Ja. das war die einzige Möglichkeit. Richtig. Und deswegen. Die hatten ja auch nichts zu verlieren. Die hatten nach hinten hin immer genug Luft. Und. Ja, und weißt du, was wir fast vergessen hätten? Sergio Perez, Alter. Stimmt, ja, der hat ihn ja natürlich überragend aufgehalten. Sergio. 8 Sekunden weggenommen. Das war safe gekauft. Ach Leute, hört Nee. doch auf. Das ist einfach Quatsch. Nee, das. Das wäre andersrum auch nicht so gewesen, dass das gekauft wäre oder was weiß Ja. ich. Absolut unfassbares Rennen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man mal so eine Spannung Wisst ihr, wo ich mich hatte. jetzt so richtig drauf freue? Auf Drive to Survive, Freunde. Ja, Auf Junge, Drive to Netflix. Survive, Ja. die Netflix-Doku, das Ja, wird auf jeden ja, Fall ja, ja. ganz wild. Die geht durch die Decke, glaube ich. Nichts gekauft und man muss auch sagen, die Saison war ja wohl lang genug. Ist ja Ja. nicht so wie früher, dass wir 16 Rennen hatten Ja, oder richtig, 18 Rennen. Wir genau. hatten 21, 22 22, ja. Rennen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es jetzt im letzten Rennen alles entschieden wurde. Genau, und Netflix freut sich gerade, das ist wirklich Netflix so. freut sich Ja. gerade. Und Perez darf man nicht Übrigens haben vergessen wir im auch einen Rennen. super überragenden Dritten. Carlos Sainz ist Dritter Carlos Sainz ist Dritter gewonnen. geworden. Ganz Wer vergessen. sonst? Ganz vergessen. Ja, Verschwörungstheorien sind ganz angesagt im Moment, Ja. ja. Genau, Red Bull hatte nur den Vorteil des Safety Cars. Das war in dem Sinne schon echt Glück, ja. Ja. Und dass die neue Reifen drauf gemacht haben, war kein Glück. Nee, Die sind darauf gegangen. Das wollte ich war die ganz einzige Chance. genau. Und dann ist klar, da kannst du als Hamilton mit solchen alten, harten Reifen kannst du nicht gegen die roten. Nee, Geht Quatsch. nicht. Ich sag ja, die hätten es entweder im Virtual Safety Car oder im richtigen Safety Car hätten sie mindestens einmal reinholen müssen, aber die haben es. Ich weiß gar nicht, ob es der bessere Fahrer war. Er ist auf jeden Fall, hat es jetzt zum Schluss gut umgesetzt, Verstappen. Ja. Eindeutig der bessere Fahrer, weiß ich gar nicht, weil dieses Rennen hat nicht der Fahrer entschieden. Nee, sondern die Taktik. Taktik und ein bisschen Glück Und ein dabei. Glück, ja, genau. Im Endeffekt ist es schon verdient. Doch. Im Endeffekt ist es schon verdient. Genau, selbst mit Safety Car hätte Hamilton gewinnen können, Genau, wenn er wenn die die Reifen, ihn genau, richtig, wenn sie ihm die hätten Reifen hätten, reingeholt. genau, richtig. Nee, Holländer wurde noch nie Weltmeister, weder im Fußball noch in der Formel 1. So, jetzt Lewis Hamilton im Interview. Ich bin gespannt, ich glaube, er wird sich sehr fair geben. Ja, Ich oh, glaube, der er ist wird auch sich den sehr Tränen fair nah. geben. Hamilton ist den Tränen nah.
Ja, auf jeden Fall. Leute, ey. Ja. Danke, Imbuin. Ja. Danke auch fürs Zuschauen. Nächstes Jahr gerne wieder. Nächster gerne wieder. Es ist wirklich krass, wie knapp das war, ja. Ja. Tja, Hamilton natürlich niedergeschlagen, Ja, aber trotzdem. wie erwartet sehr, sehr, sehr fair. Ja. Das wäre umgekehrt. Danke, Ich glaube. Felix. Danke, Felix. Danke, Felix, ja. Ich glaube umgekehrt, wenn Hamilton jetzt den Titel geholt hätte, ich glaube, Verstappen, ich weiß, glaube nicht, dass er die Eier gehabt hätte, zu sagen. Doch, schon. Der hat ja zwischendurch am Na. Funk, hat er ja auch schon gesagt, ja, okay, das ist heute nicht unser Tag und ja, aber das ist ja wirklich. Das muss man erstmal sacken lassen. Gott sei Dank sind jetzt, Gott sei Dank, hätte ich das, aber jetzt in der 3 Monate Pause. Hier. Ja, Ja. doch. Weiß ich nicht, ob das reicht, um sich von dem Rennen zu Ja, ich erholen. wollte gerade sagen, aber ja. Das fand ich auch krass. Da sehen wir jetzt nochmal. Und in der letzten In Runde der das. letzten Ja. Runde entscheidet sich die WM auf Platz 1 Ja. und 2. Das ist echt krass. Boah, da hat er auch reingestochen. Aber Alles da, alles fair. oh, Headset wieder von Toto Wolff ist auch weggeflogen. Ja. Dann Schlangenlinie fahren. Da, das war einmal Schlangenlinien jetzt auch nicht, aber zurückgezogen, aber das haben die in den Mexiko zum Beispiel auch alle gemacht. Außen geht da nichts. Genauso sieht das aus, Lukas. Deswegen nie aufgeben, ich gebe dir vollkommen recht. Immer bis zum Ende, immer bis zum Ja. Ende. Man weiß nie, was kommt. Ja. Ja. Perfekt. Junge, Junge. Dann nochmal übersteuern in den Ja. letzten Ja, Turn. der ist doch noch mal richtig auf den Pinsel. Hört sich ziemlich entspannt an. Ja. Mal Toto gucken, Wolff. ob Toto Wolff auch gut verlieren kann. Ich glaube, das gehört nicht so zu seinen Stärken, Nee. glaube ich. Ja. Wenn jetzt das Safety Car den gesamten Vorsprung von Lewis genommen hat, dann finde ich den Sieg mies verdient. Aber das Also, Safety ist das Car ein. war, das musste da raus, weil der Wagen mitten auf der Strecke stand. Also Ja. ohne Safety Car wäre das da nicht gegangen. Also muss man entweder Latifi einen Vorwurf machen, das Auto da weggeschmissen hat, oder ja. Ja, kannst du, da macht Sinn. Das war Glück einfach für Red Ja, Bull, dass ja. das Safety Car kam. Aber wie, ich sag's nochmal, die haben alles darauf ausgelegt, wenn das Safety Car Ja. kommt, dass er vorbeifahren kann. Ja. Ja, Toto dann auch wieder in die FIA gefunkt, irgendwas, Ja. das war nicht richtig. Ja. Aber das war. Was willst du da machen? Das war halt. Ja, genau, falls es bei Williams nicht mehr klappt, kriegt er tief den Vertrag bei Red Bull. Ja, genau. Ja, Die Siegerehrung können wir auch gleich sehen, ja. Chico, Alter. Chico,
Der hat einen guten Job gemacht. Da kann Max mal eine Flasche Rotwein für aufmachen. Für ja. Ich denke, da kann Max echt mal eine ausgeben heute, du. Nee, wir dürfen leider keine Live-Bilder zeigen, dann verklagt Sky uns bis aufs letzte Hemd. Philly, mal mit Netflix hat das zu tun, dass Drive to Survive eine Dokumentation über die Formel-1-Saisons ist. Ja. Und die das auch für dieses Jahr wieder machen. Und da hatten die auf jeden Fall gutes Material. Wollte ich gerade sagen, also ich glaube, die haben bei jedem Rennen richtig Zündstoff gekriegt. Ja. Ich glaube, Diana hat es ja auch schon geschrieben. Wie die das umsetzen, da bin ich auch mal gespannt. Ja, wahrscheinlich wieder gut wie letztes Mal auch. Ja. Aber man muss Hamilton einfach hoch anrechnen, dass er Haltung bewahrt. Ne? Ja. Also Max Verstappen ist einfach abgehauen. Also ich glaube, Max Verstappen, ich weiß nicht, ich kann das auch verstehen. Ich könnte mir das auch nicht geben. Wenn Verstappen jetzt Zweiter gewesen wäre und Hamilton würde auf 1 stehen, ich glaube, der hätte nicht so die... Ja, lieber Alexander, ich glaube, die lädt er beide nochmal zum Essen ein. Ja. Ja. Nö, Mercedes nicht schlechte Verlierer. Das sind jetzt die Emotionen, die da aktuell sind. Toto Wolff versucht natürlich dann auch alles zu machen, dass sich das nochmal angeschaut wird, aber natürlich keine Chance. Alles gut. Ja, letzte Runde war wild, Alter. Das war, puh. Tja, Fatih ist stolz, kann man sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Der hat die Tränen in den Augen. Jungs, Verstappen ist... Wie kann man so einen Moment, das kann man doch gar nicht verarbeiten. Nee, in dem überhaupt Moment, nicht. Ne? Vor allen Dingen so schnell. Das kann man echt nicht verarbeiten in dem Moment. Da kannst du sicher sein, Philipp, das ist ein Rennfahrer, Alter. Der sieht das überhaupt nicht gelassen. Ja. Der sieht das überhaupt nicht gelassen. Mr. Touchdown, ja, das wird wahrscheinlich so sein, dass Mercedes jetzt noch mit Michael Masi ein paar Gespräche führt, was da abgegangen ist. Aber das war eigentlich das reguläre Prozedere. Das ist alles Kartell, ja, weiß ich nicht. Nee. Alles Kartell, weiß ich nicht. Nee, so weit würde ich nicht gehen. Christian Horner muss auch lachen. Ja. Genau, Schumacher hat seinen Rekord, das war so das Wichtigste. Ja, stimmt. Ja, dass er nicht bin ich auch Fan von. Und nächstes Jahr hat Mercedes ja auch noch einen zweiten Fahrer, nicht so wie Bottas dieses Jahr. Ah, ich glaube, nächstes Jahr wird es nochmal deutlich schwerer für Lewis Hamilton. Ja. Der hatte Verstappen und einen im eigenen Lager, der auch gut Rennen fahren hat. Das ist schon... Da wird es nochmal deutlich schwerer. Ja. Ja, Schumacher hat den Rekord, also Hamilton hat ja auch so viele Titel. Latifi the Goat, ja. Latifi Driver of the Day nach Kimi. Auch Danke sagen an Raikön für die tollen Jahre, auf jeden Fall. Raikön ja Driver of the Day. Auch ziemlich schade, dass der ausgefallen ist. Ja. Ja, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, Mr. Touchdown. Der ist auch schon 7-mal Weltmeister geworden. In einem überragenden Auto, aber... Weiß nicht, Schaschlik, ich glaube, er wird sich das schon noch geben. Nee, er wird nächste Saison noch weiterfahren. Er macht nicht so ein Rosberg-Ding draus. Da würde ich aber. Meinst du nicht? Ja, da bin ich doch eher bei Schaschlik, weil, wie gesagt, Russell ist ein richtig guter Fahrer und ich weiß nicht, ob Hamilton sich das jetzt nochmal. Nee, Filmdokumentation, da muss ich dir leider widersprechen. Wollte ich gerade sagen. Das Auto ist vielleicht unfähig, aber ansonsten, ich meine, er ist jetzt durchgefahren, ist jetzt P14 im Haas. Ja. Gut, die anderen sind alle ausgeschieden, aber er hat einfach das schlechteste Auto. Ja. Ja, stimmt, Tsunoda P4. Tsunoda hat endlich auch mal das, was er kann, übers Rennen gebracht. Ja. Letzte Rennen körperlich am Ende, ja. Ja, wir haben jetzt ja 4 Monate Winterpause, wo wir uns wieder regenerieren können für die nächste Saison. Ja, oder umgekehrt, Latifi kann Hamilton nicht mehr in die Augen schauen, das kann man auch so sehen. Nee, das ist natürlich schwierig. Er hätte 1974 Stimmen. Wir haben 72% Verstappen. Ich kann die Umfrage beenden. Ja, glaube ich. Jetzt. Denn es ist Verstappen geworden, so viel kann ich verraten. Ja, Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Alter, ihr seid unfassbar. Immer noch 437 Zuschauer. Lasst gerne nochmal einen Daumen da nach oben.
Oder nach unten, wenn ihr das scheiße findet, dürft ihr Ja. auch. Alter, unfassbar, Alter. Ich bin völlig fertig auch. Ja. Das Überholmanöver ging echt fair ab. Wir hätten auch keinen Kaffee trinken sollen, da fliegt man jetzt gleich durch die Ja, Fenster. wir hatten echt keinen Kaffee. Wir müssen gleich irgendwie zur Beruhigung echt so einen Absacker oder so nochmal trinken. Ja. Ja. Latifi und Schumacher beide raus. Nee. Schumacher ist auf P14 ins Ziel So, er gekommen. meint, glaube ich, die sollen raus aus Deutschland Ach oder so, keine so. Ahnung. Perez ist, wissen wir noch gar nicht, der ist einfach in die Box gekommen und haben den aufgebockt und in die Garage geschoben. Ja, da wissen wir echt nicht, was los ist. Ja. Jetzt kommt noch mal ein Interview von Jens Button, ne? Jensen Button, ja. Die Fremde. Ja, Ja, mal gucken, ob wir durchziehen. Also, es wird auf jeden Fall wieder Watch-Partys geben. Ob jedes Rennen, weiß ich nicht. Also, wenn ihr mir alle verspricht, dass ihr wieder mit 2000 Leuten hier seid, morgens um 6, wenn wir in Australien Watch-Party machen, dann auf geht's. Leider geht nur ein Daumen nach oben, sonst hättet ihr schon 100 von mir. Danke, ja, ey. vielen Danke, Dank. Matthias. Freue ich mich sehr drüber. Ja. Perfekt. Ja, sehr Ja, gut. Leute, Abo reinknallen, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Wenn die nächsten Rennen alle so werden, dann könnten wir das gar nicht jedes Wochenende machen, Nee. weil das macht meine Pumpe nicht mehr. Nee, dann würden wir alle Ja. an Herzversagen zugrunde gehen. Ja. Danke, danke, ich du. Abo dann, danke, danke. Ja. Geisteskrank heute, Ja, ja. das ist Das ist wirklich so. wirklich Ja. FIFA-Taste. Ja. So kann man es formulieren. Ja. Einfach nur geisteskrank heute. Ja. Das ist genau auf den Punkt gebracht. Ja. Aber alles in allem auch echt eine harte Saison. Die haben sich auch Ja. wirklich gegeben, Auf ne? jeden Aber Fall. Max Verstappen musste alles abrufen, ey. Auch ich denke schon, um zum Weltmeister zu kommen, vielleicht ist er hier und da mal übers Ziel hinausgeschossen, Ja. aber musst du eigentlich so aggressiv Aber sein, ne? Hamilton hat ja Dingens abgeschossen in England zum Beispiel in Silverstone. Ja. Verstappen. Ja, aber Verstappen hat schon öfter die Ja. Karre gehalten, hätte ich jetzt was gesagt, als Ja, Hamilton. schon Ja. ein aggressiverer Fahrer auf Ja. jeden Fall. Aber dafür ist er der jüngste Nee, das Weltmeister? ist Nee, immer noch ne? Vettel. Ist immer noch Vettel. Grüße an Michael, Gruß geht raus. Helmut Marko, Junge. Ja. Was hat er sich den Kopf gestoßen Ja, der oder hat was? sich beim Jubel in die Birne gestoßen. Danke, Pfadfinder. Danke fürs Zuschauen. Ja. Wir halten jetzt noch so ein bisschen die Stellung. Wir lassen langsam abklingen. Wir gucken uns Genau. jetzt. Ihr Siegerehrung ist vorbei. Die Siegerung ist. Hören Genau. wir jetzt noch ein paar Interviews und dann. Was Max wohl gedacht hat, den letzten 2 bis 3 Runden, da gebe ich dir recht. Ja.
Ein Druck, das muss man wirklich lernen im Leben, dass man das aushält. Über hunderte Rennen schon im Kart angefangen. Ja, genau, Diana, sehe ich genauso. Wobei Verstappen Hamilton ja auch in Monster abgeschossen hat, wo er mal aufs Auto gesprungen ist. Ja. Ja gut, dafür hat er ja auch wieder eine Strafe gekriegt. Stimmt. Grid-Penalty. Ja. Hat dann, danach war Sochi das Rennen, glaube ich, ne? Wo er dann auf P2 gefahren ist. Genau, wo er vom letzten auf P2 gefahren ist im Ja, Regen, stimmt. ja. Genau. Ja, Schaschlik 1 und 2, dann schönen Abend noch. Mach's gut, danke fürs Reinschauen auf jeden Ja. Fall. Hier sehen wir gerade nochmal den Start, kommentiert von Dr. Helm und Marco. Der Start war sehr schlecht von Verstappen. Oh, welchen WM-Stand hat Vettel denn jetzt? Puh, 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 puh. Boah. Gute Frage, nächste Frage. Müsste ich gleich mal nachgucken. Ja. 81. Nicht sonderlich weit oben jedenfalls. Nee. Ja, Diana, auch schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen. Bye Ja. bye. Er klebte den da ja schon hinten. Ja. Hat er gut gemacht. Übrigens, ne, an der Stelle, wo das Streckenlayout geändert Ja, wurde, da hat er ihn gepackt. für bessere Ja, Überholmanöver. richtig, stimmt. Stimmt. Ich würde sagen, die Leute, die sich das überlegt haben, Ja. vielleicht hier kurz. Ja, doch, die können sich jetzt auf die Schulter Ja. klopfen. Ja. Oh. Helmut Marko haut direkt eine Spinne Marco haut raus. direkt einen raus. Schiffer, der hat da Übersteuern gekriegt und sich weggedreht. Ja. In der letzten Kurve Ja. hat er nochmal Übersteuern gekriegt. Ja. Ja, der Mercedes war trotzdem besser heute, das Auto, ne? Natürlich, auf jeden Fall. Alle sind total platt, glaube ich auch. Jetzt da. Ja, die mussten ja was versuchen, ne? Ja, Dass sie mit das, dem Honda-Motor da ja. starten, die mussten ja irgendwas machen. Ja. Schumacher-Rekord bewahrt, sagte Ja. Helmut Marko da jetzt gerade auch nochmal. Das war echt wild, Alter, das Rennen. Ich bin völlig fertig. Ja. Ich auch. Unglaublich. Ich glaube, wir müssen uns gleich erstmal eine Pizza gönnen oder so. Ja. Ja. Den nochmal Perez thematisiert, der hat da wirklich auch einen guten Job gemacht, ne? Das waren echt ein paar Sekunden. Das hat er echt gut gemacht. Also man muss wirklich sagen, wenn es einen Titel geben würde für den besten Wingman, Ja. um zum Titel zu verhelfen, dann geht er auf jeden Fall an Sergio Perez. Ja. Bottas, sehr enttäuschend in der Position. Ja, der hat heute nicht viel gerissen, sogar Wie kann man auf Platz 6 landen Ja. dann im Das selben Auto? Ich verstehe das ist nicht. auch schade, ne? P6.
Ja, Wahnsinn. Da geht er nochmal in. Marco wurde gefragt, ob er der was mit seiner Blessur ist vom Feiern oder so. Und er sagte, nee, ist nichts, nur kleine Operation da gehabt irgendwie und auch keine Kämpfe gehabt oder sowas. Geil, ey. Oh Gott, ey. So, wir machen mal eben hier. Ich hau uns mal eben wieder rein. Ja. So, wir haben. Gott. So, Gesamttabelle. Ja. Haben wir Vettel auf P12 mit 43 Punkten. Richtig. Hat Matthias auch gerade schon Ah geschrieben. ja, perfekt, Ja. Matthias, genau, richtig. Ja, Leute, ich würde sagen, die Interviews sind durch, so gut es geht, erstmal die wichtigen jedenfalls. So langsam können Ja. wir, denke ich mal, hier dezent zum Ende finden. Ich sag's nochmal, der Stream war unfassbar krank. Ich weiß nicht, so viele Leute da Ja. gewesen. Wir versuchen das nächstes Jahr irgendwie wieder ein bisschen aufrechtzuerhalten mit den Watchpartys. Kommt echt immer super an. Lasst unbedingt ein Abo da, Daumen nach oben. Ihr könnt Mitglied werden, ein bisschen Support da lassen. Ein Thanks, super Thanks, was ihr wollt. Ich freue mich riesig, dass ihr alle zugeschaut habt. Auch über Twitch tatsächlich sehr viele Leute. Über Trovo sehr viele Leute. Also unfassbar geiler Support, viele Follower dazugekommen und so weiter und so fort. Danke, danke, danke. Ich schließe das Ganze. Danke natürlich auch an Horst Jonas, Ja, der mich hier danke, dass ich hier sein durfte. hervorragend, Ja. wie soll man das sagen, ergänzt und unterstützt hat. Oh, ja. Horst Jonas Lackner. Lang. Ja, von Leo Lackner haben wir heute nicht viel gehört, Nee, ne? Gott sei Dank Der nicht. kann auch Der hat auch alles gehen. durcheinander Der gebracht. kann auch einpacken. Ja, Wir ja. bewerben uns da bei den Laden und Ja. dann. Und dann ist gut. Ja. Ich mache euch ein bisschen Musik an. Ich sag danke. Haut rein. Letzte Chance nochmal mit Daumen und so weiter. Wir sehen uns auf Ciao. jeden Fall mit weiterem Content noch dieses Jahr, was Carrera angeht. Okay. Und Formel 1 ruhen wir uns jetzt erstmal aus. Ja, Ne? mit uns jetzt mal Erstmal gut. Puls alle Ja. runterkriegen. Ihr seid die Allergeilsten. Wirklich unfassbar. Hätte ich niemals mit gerechnet mit dem Ansturm hier. Ja. Ich sag danke und tschüss. Ciao. Blühen die Ohren.